Das Königreich Lucania. Früher wurden diese Ländereien von einem gutherzigen König regiert und alle Lebewesen dieses Landes lebten in Harmonie. Doch dann kam das Unvorhersehbare. Irgendwie wurde ein Portal in eine andere Dimension geöffnet und von dort kamen grauenhafte Kreaturen und vor allem ein grauenhafter Magier, der das Land in Angst und Schrecken fallen ließ. Ein so fruchtbare Felder, friedliche, tiefe Wälder und endlose Ozeane verwandelten sich in eine unfruchtbare Einöde oder in Wälder mit tödlicher Atmosphäre. Viele schlossen sich der dunklen Magie an und wurden damit zu willenlosen Sklaven des dunklen Magiers. Wer dieser Magier ist, weiß niemand so wirklich genau. Aber seine Macht ist so unvorstellbar groß, dass selbst die tapfersten Ritter es nicht geschafft haben, auch nur eine kleinste Spur zu diesem Magier zu finden. Ich war auch einer dieser Soldaten. Auf meiner Suche nach dem Magier habe ich anscheinend mein Gedächtnis verloren und jetzt bin ich irgendwie hier aufgewacht. Begleitet mich auf meine Reise, dieses Land wieder zurück zu seinem ursprünglichen Glanz zu bringen. Willkommen im Königreich von Lucania. Du wachst an einem dir unbekannten Ort auf. Die Welt sieht vertraut, aber dennoch so fremd aus. Alles, was du bei dir hast, ist diese alte Ausrüstung und etwas Brot. Wie die Erzählerstimme schon gesagt hat, ich bin anscheinend irgendwie hier gelandet. Kam ich von diesem Boot? Ich muss nur erstmal etwas Ausrüstung zulegen. Daher habe ich mir etwas Holz abgebaut und danach gleich Steinwerkzeug gecraftet. Damit hatte ich schon mal einen guten Start. Im Inventar hatte ich eine alte Lederrüstung, einen Streitkolben und etwas Brot. Naja, besser als gar nichts. Ich habe dann auch schon meinen ersten Gegner getroffen. Ein hüpfender Schleim. Ich musste wirklich aufpassen, nicht gleich hier zu sterben. Denn die ganze Welt ist im Hardcore-Modus. Das bedeutet, wenn man einmal stirbt, dann ist es endgültig vorbei. Nachdem ich einen alten verlassenen Turm gelootet habe, bin ich weitergezogen und habe einen anderen Turm gefunden. Natürlich habe ich zuerst mal das Heu der Schweine genommen, um etwas Brot craften zu können. Tut mir leid, ihr lieben Schweine, ich gebe es euch irgendwann mal eventuell zurück. Und dann sind auch noch meinetwegen die Schweine ausgebüxt. Naja, für das Heu haben sie jetzt die Freiheit bekommen. Besser als nichts, oder? Da kam auch schon der nächste Gegner. Auf dem Baum nebenan nistete eine Harpie oder was auch immer das war. Da es ein Schwert in der Hand oder besser gesagt in der Kralle hatte, war mir klar, das war mein Feind. Irgendwie habe ich mein Gedächtnis von dieser Welt verloren und musste mich erstmal wieder an alles erinnern. Als ich in den Turm gegangen bin und weiter hinaufgeklettert bin, merkte ich schnell, der Turm war gar nicht verlassen. Oben wohnte eine Hexe. Anscheinend war das die große Hexe vom Schweineturm. Ich habe sie schnell besiegt und die Truhe geleert. Leider hat mich diese Hexe dann doch noch vergiftet und ich musste schnell weiterziehen. Es hat gar nicht lange gedauert und ich fand eine verlassene Burg. War ich hier schon einmal? Irgendwie kam mir diese Burg bekannt vor. Vor der Burg fand ich eine Statue und diese hatte ein Schild und ein Eisenschwert in der Hand, was ich natürlich sehr gern mitgenommen habe. Dann ging es direkt in die Burg. Anscheinend war diese Burg schon seit einiger Zeit verlassen. Oder zumindest glaubte ich, dass diese Burg verlassen war. Auf jeden Fall gab es hier keinen einzigen Ritter oder geschweige denn einen König. Ich durchsuchte die Burg etwas und fand Rüstungen, die hier zurückgelassen wurden. Ich habe mich sofort daran bedient und diese Rüstung angezogen. Damit war ich schon viel besser ausgerüstet. Ob es nun Glück war, dass die Ritter hier fehlten und alles so verlassen schien, konnte ich nicht sagen. Es wurde langsam dunkel und ich wusste nicht, was in dieser Nacht hier auf mich warten würde. Ich schaute mich noch weiter in der Burg um. Es gab hier auch einen dunklen Brunnen. Und mit dunkel meine ich so tief, dass ich kaum den Grund sehen konnte. Hier will man auf keinen Fall reinfahren. Oh, das hier muss eine Art Thronraum sein. Sehr, sehr cool. Und eine Truhe auch haben wir noch. Und einen Spawner, die muss ich sofort abbauen. Oh mein Gott, was war das für ein Schrei? Was war das für ein Schrei? Nach diesem merkwürdigen Schrei bin ich erstmal gerannt. Ich wollte schnell den Bettraum finden, um dort sicher die Nacht verbringen zu können. Ob es wirklich so gut war, hier in der Burg zu bleiben? Als ich den Thronraum wieder genauer unter die Lupe nahm, fand ich eine verzauberte Diamantenrüstung. Der König hatte anscheinend nicht genügend Zeit, um sich auszurüsten. Obwohl diese Burg einige Monster hatte, habe ich mich dazu entschieden, ein klein wenig länger hier zu verweilen. Die Burg hatte eine Mauer, also würde von außen nicht so leicht ein Monster hier reinkommen. Beim weiteren Erforschen der Burg habe ich denn das hier gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. Es sah aus wie ein Untoter, aber dieses Wesen hat mich mit Säure oder was auch immer das war bespuckt. Und es war vor allem in der Lage, Türen einfach so zu zerstören. Ich rannte. Ich rannte um mein Leben und verschloss die Türen hinter mir. Das Ding machte Jagd auf mich und ich musste mich darum kümmern. Diese Burg war nun mein Zuhause und mein Zuhause musste ich verteidigen. Wie kann ich denn jemals in dieser Welt überleben, wenn ich ständig nur wegrennen würde? Und so begann der Kampf um Leben und Tod. Ich habe also die Tür geöffnet und bin auf dieses Monster mit dem Schwert gezückt losgestürmt. Anfangs schien es stärker zu sein, aber ich habe nicht locker gelassen und mit meinen letzten Kräften gekämpft und tatsächlich, ich bin als Sieger aus diesem Zweikampf herausgegangen.
Ich fühlte mich stark. Ich habe dieses grausame Monster besiegt und war mir sicher, jetzt würde diese Burg sicher sein. Wie falsch ich doch lag. Ein ehemaliger Soldat lauerte mir in der Küche auf und ich war überrascht. Anscheinend wurde dieser verzaubert und hatte dadurch eine extra Verteidigung. Aber das war gar nicht das Schlimmste. Der Keller war eindeutig mit Monstern überfüllt. Deshalb wollte ich schnell nach oben und mich verstecken. Aber auf dem Weg nach oben kamen schon die nächsten Monster. Nee, der Keller ist mir eindeutig zu gefährlich. Nope. Oh, no, von beiden Seiten. No, oh, ist das... Ich muss hier weg, Teletum. No, das Säuremonster! Das Säuremonster ist zurück, ich muss nach oben. Schnell. Ich muss Eingang zu machen. Ich entschied mich dazu, vom Turm herunterzuspringen. Auf dem normalen Weg konnte ich auf keinen Fall nach unten. Aber dank genauer Planung, und damit meine ich absolutes Glück, habe ich die Sprünge nach unten überstanden. Was ich hierbei feststellen musste, in dieser Welt kann man nicht auf den Blättern laufen. Okay, ich meine, das kann man in keiner Welt so richtig. Während ich von dieser verfluchten Burg weggelaufen bin, fand ich etwas anderes in diesem Königreich. Einen verlassenen Stall. Die Pferde, die ich hier fand, sahen so ähnlich aus wie dieses Säuremonster in der Burg. Der Fluch, der die Burg getroffen hat, hat anscheinend auch diese Stallungen hier erreicht. Ich durchstreifte die Landen von Lucania noch weiter und fand dann ein Opferaltar oder so etwas in der Art. Das hat mich ziemlich verwundert, denn einfach so irgendwo im Nirgendwo einen Opferaltar zu finden, heißt meistens nichts Gutes. Ich nahm mir sicherheitshalber den goldenen Apfel aus diesem Altar mit, denn dieser Apfel war in der Lage, mich für einen kurzen Moment so gut wie unbesiegbar zu machen. Vielleicht wird mir dieser Apfel noch das Leben retten. Auf meiner Reise fand ich dann einen Turm, der sehr interessant aussah. Auf dem Weg nach oben waren überall an der Wand diese Bücher. Ich habe sie erstmal ignoriert, da ich nicht genau wusste, was passieren würde, wenn ich diese Bücher einfach so mitnehmen würde. Ganz oben im Turm sah es so aus, als ob hier schon mal ein Abenteurer gewesen sein musste. Die Zauberbücher haben mich noch nicht so interessiert und ich wollte wieder nach unten und dann ist das hier passiert. Die Kiste war anscheinend mit einer Explosionsfalle verbunden und hat dafür gesorgt, dass die komplette Spitze des Dachs explodiert ist. Diese Explosion habe ich gerade so überlebt. Hätte ich an einer anderen Stelle gestanden oder hätte ich diese Bücher mitgenommen, wäre ich jetzt wahrscheinlich Staub gewesen. Jetzt musste erstmal der goldene Apfel herhalten. Als ich dann den Turm verlassen habe, fand ich die Person, die mir diese Falle gestellt hatte. Ein Illager hat unten auf mich gelauert und wollte wahrscheinlich meine Ausrüstung nehmen. Dieser Illager wollte mich mit miesen Tricks besiegen und konnte selbst kaum mit der Axt kämpfen. Daher war es für mich kein Problem. Er ließ ein Buch fallen, das sofort meine Aufmerksamkeit geweckt hatte. Das Buch hat den Titel »Mein Wille«. Ich werde es mir später in Ruhe durchlesen. Dieser Illager war natürlich nicht alleine unterwegs und aus dem Hinterhalt wurde ich mit einer Armbrust angeschossen. Ich habe gesehen, dass es mindestens noch zwei weitere Illager gewesen sein mussten. 2 gegen 1 sah dann doch schon etwas anders aus und ich entschied mich dazu, die Beine in die Hand zu nehmen. Auf meinem Weg bin ich dann auf eine Art Schlachtfeld gelandet. Ich hörte aus der Entfernung Kriegstrommeln und das Gelände sah auch etwas zerstört und dunkel aus. Der Krieg musste gar nicht so lange her gewesen sein. Ich hoffte, dass ich hier nicht auf Soldaten treffen würde. Welche Fraktionen wohl gegeneinander gekämpft haben und vor allem um welchen Preis. Ich fand die Soldaten, oder besser die ehemaligen Soldaten, denn bis auf ein paar Knochen waren nicht viel übrig geblieben. Außerdem stand neben diesen Soldaten eine riesige Kriegsmaschine. Ich wollte natürlich sofort nachschauen, ob noch irgendjemand hier drin überlebt hat. Vielleicht konnte ich ja jemanden retten und fragen, was überhaupt passiert ist. In der Maschine fand ich niemanden, dafür aber ein sehr gutes Schwert. Und zwar das Schwert der Unsterblichkeit. Es hatte die Mending-Verzauberung und konnte sich somit immer selbst reparieren und war damit also unsterblich. Auf der Rückseite dieser Kriegsmaschine habe ich dann gesehen, dass viele Soldaten oder Monster versucht haben, diese mit Pfeile zu beschießen, aber das Holz war zu dick dafür. In der Seitenkanone dieser Maschine fand ich viele Pfeile, die ich natürlich sehr, sehr gut gebrauchen konnte. Ich suchte mir einen ruhigen Ort und wollte endlich dieses Buch lesen, welches ich gefunden hatte. Dies ist eine Nachricht an meinen Gefährten. Mein Name ist Steve. Während ich diese Worte schreibe, stehen Dutzende von Illagern vor meiner Tür und ich glaube, ich werde hier nicht mehr lange durchhalten können. Diese Bastarde würden gern dieses Buch haben und wissen, was in diesem Buch steht. Aber eigentlich verstehen sie unsere Sprache nicht. Falls irgendjemand dieses Buch aus den Händen dieser Monster retten sollte, wird es hoffentlich dem nächsten Abenteurer eine Hilfe sein, nicht so zu enden wie ich. Die gemeinen und grausamen Kreaturen der Welt können Dörfer in Sekunden niederbrennen. Vielleicht sind deshalb die Villager so aggressiv zu fremden Gesichtern. Versuche nicht in den ersten Tagen ein Dorf zu finden. Du musst es ihr Vertrauen gewinnen, indem du ihre Erzfeinde tötest. Die Illager. Wenn dein Ruf besser geworden ist, werden sie dir helfen. Töte auf keinen Fall Villager, Villager-Wachen oder Eisengolems. Wenn dein Ruf gut genug ist, dann werden die Villager mit dir handeln. Dank des Buches konnte ich herausfinden, dass mein Ziel das Endportal ist. Aber dieses kann man nicht so einfach erreichen. Es gibt insgesamt 12 verschiedene Enderaugen, die ich finden muss. Mit dem Wissen aus dem Buch wusste ich nun ein kleines bisschen besser, wie diese Welt funktioniert und was meine Ziele sein werden. Jetzt war mir auch klar, warum dieses Schlachtfeld hier war. Die Villager haben gegen die Illager gekämpft oder vielleicht auch gegen etwas viel, viel Schlimmeres.
Auf dem ersten Blick sah es so aus wie ein toter Wald, und sobald ich auch nur einen Schritt in diesen Wald gewagt habe, habe ich sofort Schwäche und Mining Fatigue als negativen Effekt bekommen. Irgendetwas stimmt mit diesem Biom ganz und gar nicht. Deshalb bin ich natürlich schnell rausgelaufen. Am Ende des vierten Tages habe ich endlich ein paar Häuser gefunden. Diese Häuser wirkten sehr verlassen und ich konnte natürlich niemanden auffinden. Deshalb entschied ich mich dazu, diese Häuser als meine Basis zu wählen und hier die nächsten Tage ein Lager aufzuschlagen. Zum Glück gab es hier noch viele Essensreserven, ein Bett und ein paar Truhen. Der Besitzer dieser Häuser hatte nicht viel Zeit gehabt, alles mitzunehmen. Sein Pech war mein Glück. Am Anfang des Feldes befand sich wieder so ein Gefängnisturm, den ich natürlich sofort wieder erkundet habe. Diesmal schienen sich hier auch irgendwelche Spinnen eingenistet zu haben. Ganz oben an der Spitze des Turmes fand ich ein paar Goldblöcke und noch viel besser einen Waystone. Diesen werde ich später noch auf jeden Fall gebrauchen können, denn damit kann ich mich ganz einfach von Punkt A zu Punkt B teleportieren. Somit habe ich auch immer wieder einen Weg zurück zu meinem Lager. Als ich weiter das Feld neben meinem Lager erkundet habe, tauchte dann plötzlich das hier am Horizont auf. Ein Luftschiff schien hier Anker geworfen zu haben. Oder zumindest war die Leiter so weit unten, als wäre hier jemand mit Eile ausgestiegen. Das musste ich natürlich sofort untersuchen. Ich musste wissen, warum gerade hier ein solches Luftschiff war. Vielleicht gab es ja dort oben endlich Leben. Ich baute mich also zur Leiter hoch und würde gleich hochklettern. Ich habe dann einen Blick nach unten gewagt, um zu sehen, wie hoch ich war, und habe mich an der Leiter vergriffen und bin dann fast in meinen Tod gestürzt. Das war mir jetzt etwas zu heikel und ich habe das Luftschiff erstmal ignoriert. Etwas tiefer im Wald gab es dann das hier, einen riesengroßen Illager-Turm. Und selbstverständlich haben auch schon am Fuße des Turms die Illagers auf mich gewartet. Ich wollte erstmal auf Nummer sicher gehen und einen dieser Illager vom Turm weglocken und gegen ihn kämpfen. Zu meinem Glück waren sie nicht so stark und ich war inzwischen mutig genug, um den Turm erkunden zu wollen. Wenn die Gegner hier wirklich so schnell sind, dann muss ich unbedingt noch irgendwie meine Rüstung verbessern. Auf meinem Weg aus dem Turm fand ich draußen noch diesen Illager-Trommler. Der hat die anderen Illager damit wahrscheinlich eine größere Angriffsstärke gegeben. Es wurde Zeit, die Gegend um mein Lager zu erkunden. Dafür benutzte ich die Dungeon Map, die ich hier gefunden hatte. Wer weiß, wohin mich diese Map führen wird. In unterirdische Zwergenminen oder in die Höhlen von irgendwelchen Bergtrollen. Eins war auf jeden Fall klar. Ich musste um jeden Preis vorsichtig sein und auf alles achten. Da es ein Untergrund-Dungeon war, habe ich mir natürlich eine Schaufel mitgebracht. Mit dieser Schaufel wollte ich natürlich gleich ein Loch nach unten graben, denn mit den Händen würde es einfach viel zu lange dauern. Zu meinem Glück hatte ich auch genug Fackeln mitgenommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als beim Minengraben festzustellen, dass keine Fackeln mehr vorrätig sind. Im Dunkeln buddeln ist fast so gefährlich wie im Hellen zu essen, also wenn man von Monstern umringt ist. Beim Graben zum Tunnel erinnerte ich mich wieder an eine Fähigkeit von mir, Magneto. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass ich Gegenstände und Erfahrungspunkte um mich herum anziehen kann, also quasi wie ein Magnet. Beim weiteren Graben habe ich dann endlich eine Höhle gefunden. Natürlich wollte ich sofort runterspringen und sehen, was genau dort los ist. Das habe ich auch gemacht und wurde dann direkt von einem Minotaurus angegriffen. Nachdem ich den Minotaurus besiegt hatte, kam dieses komische Geräusch. Beim genauen Erkunden der Höhle fand ich die Ursache dieses Geräusches. Ein kleines Endermonster hat sich hier verirrt. Meine Schwerthiebe haben für einen grausamen Schrei gesorgt. Ich hatte Angst, dass jetzt bald noch etwas viel Größeres auf mich zukommen würde. Ich habe diesen Enderling aber schnell besiegt und meine Reise in den Höhlen fortgesetzt. Bei meiner Suche bin ich dann auf das hier gestoßen. Eine Höhlenecke komplett aus Amethyst. Wenn das Zwergenvolk wüsste. Die Zwerge lieben Erze und würden alles dafür tun. Und ich bin hier in einer Höhle und finde so viel auf einmal. Diesen Ort musste ich mir unbedingt merken, denn die Zwerge handeln mit seltenen Rüstungen. Ich wusste nicht warum, aber irgendwie konnte ich mit meinem übernatürlichen Sinn spüren, dass hier irgendwo der Dungeon sein müsste. Vielleicht musste ich noch etwas tiefer graben. Oder würde ich hier irgendwo einen Eingang zu diesem Dungeon finden? Und wenn ich den Eingang finden würde, ist dort unten hoffentlich kein großes Monster, was nur auf verirrte Wanderer wartete, um diese dann zu fressen. Als ich im Dungeon angekommen bin, habe ich gleich eine Ratte gesehen, die weggelaufen und dann sofort verschwunden ist. Hat dieses Wesen jetzt andere gewarnt? Ich hoffe nicht. Und zu meinem Glück war es bis jetzt auch noch ziemlich leer. Aber genauso leer waren auch die Truhen, die ich hier gefunden habe. Vielleicht war schon ein Abenteurer hier und hat alles mitgenommen. Nichtsdestotrotz machte ich mich daran, ein paar Erze abzubauen und den Dungeon noch ein bisschen weiter zu erforschen. Sicherheitshalber nahm ich dann noch etwas Dreck in die Hand, um die Wege hinter mir zu versperren, falls irgendwelche Monster auftauchen würde. Ich fand auch wieder einen Spawner, aber anscheinend war es für den Spawner zu hell, denn nichts ist herausgekommen. In der Truhe fand ich eine neue Karte, die Leviathan-Karte. Was das wohl bedeuten mag? Ist ein Leviathan nicht so eine große Schlange? Sicherheitshalber habe ich alle Wege hinter mir versperrt und bin nur noch etwas weitergelaufen und dabei fast in einen Untergrundsee, komplett aus Lava gefallen. Ich wollte mir natürlich noch alle anderen Räume anschauen, bevor ich hier noch weiter nach unten gehen würde. Die anderen Truhen waren leider auch leer, deshalb bin ich wieder zu der Stelle gegangen, bei der es runter zum Lavasee geht. Bevor ich jetzt aber starte, hier alles weiter zu untersuchen, habe ich natürlich einen Waypoint platziert und habe dann mit der Hilfe dieses Waypointes mich zu meinem Lugmore-Lager teleportiert. Hier konnte ich dann alle unnötigen Sachen lagern.
Zurück zum Lavasee. Ich muss jetzt wirklich langsam und vorsichtig nach unten graben, um nicht in der Lava zu landen und dadurch durchgebraten zu werden. Ich wagte einen Sprung in die Tiefe und war mir jetzt erst bewusst, wie riesig die Höhlen von Lucania sind. Anscheinend war ich hier in einem großen Untergrundsee. Das würde aber nichts Gutes für mich bedeuten, denn die Wesen, die sich in einem Untergrundsee tummelten, sind bei weitem feuchtanregender als die, die in normalen Höhlen unterwegs sind. Ich wollte die Erze in der Nähe der Lava untersuchen und wurde natürlich direkt von ein paar Monstern überrascht. Ich wollte mich schnell nach oben bauen und von oben die Lage besser beurteilen, aber leider gab es auch Höhlenspinnen. Diese sind natürlich sofort nach oben geklettert und haben mich von meiner Säule heruntergeschubst. Jetzt gab es nur zwei Möglichkeiten, zu kämpfen oder zu fliehen. Für das Kämpfen hatte ich einen zu schlechten Überblick über die Lage, daher bin ich in den See gesprungen und weggeschwommen. Das Wasser war komischerweise angenehm warm und im Wasser ist meine Todesangst verschwunden. Ich wurde auch auf einmal so müde. Ich musste schnell raus, denn anscheinend war der See verzaubert oder irgendein Wesen lauerte hier auf mich. Ich kletterte also eine dieser Wände hoch. Ich habe schon gemerkt, dass die Monster hier nur so auf mich warteten. Ich musste mich beeilen. Die Steine an der Wand sind unter meinen Füßen weggebrochen und ich musste aufpassen, nicht in die Hände dieser merkwürdigen Wesen zu fallen. Einer dieser Wesen hat auch einen Lavaeimer in der Hand und hat die Lava vor meinen Augen ausgekippt. Um ein Haar wäre ich bei lebendigem Leibe verbrannt worden. Dank des Bogens, den ich nun immer bei mir getragen hatte, konnte ich aus der Entfernung alle Monster besiegen. Diese Höhle war wirklich unglaublich groß. Welche Schätze hier wohl versteckt worden waren und vor allem welche Kreaturen lauerten in den dunklen Ecken dieser Höhle. Ehrlich gesagt wollte ich das noch gar nicht so genau wissen und bin dann wieder durch dieses komische warme Wasser geschwommen und habe mir schnell einen Weg nach oben gesucht. In den Höhlen vergisst man öfter mal die Zeit und während ich am Erze abbauen war, habe ich mich an eine neue Fähigkeit erinnert. Horseshoe. Mit dieser Fähigkeit bin ich in der Lage, Blöcke einfach hochzulaufen, ohne springen zu müssen. Vielleicht kann ich von dieser Erinnerung noch Gebrauch machen. Aber jetzt muss ich erstmal wieder an die Oberfläche. Ich hatte schon große Pläne für diesen Tag. Ich wollte unbedingt zurück zu diesem Illager-Turm. Ich wusste nicht warum, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich hier noch etwas erledigen musste. Fackeln hatte ich diesmal auch dabei und ich bin so schnell wie möglich nach oben gelaufen, um so schnell wie möglich alles ausleuchten zu können. Mir fiel eine Wand auf, an der ziemlich viele Erze gesammelt wurden. Die Illager hatten anscheinend irgendetwas Merkwürdiges vor. Zu meinem Glück gab es hier in den Truhen sehr gute Gegenstände zum Looten. Ich glaube, dass diese Gegenstände von den Illager geklaut worden waren. Vielleicht sogar von Raubzügen, denn hier gab es nicht nur Waffen, sondern auch verzauberte Werkzeuge, wie eine Spitzhacke oder eine Schaufel. So etwas hier zu lagern, würde doch für die Illager nichts bringen, oder? Weiter oben fand ich eine Art Fernkampf-Übeplatz. Ich versuchte natürlich gleich mein Glück mit meiner Armbrust und habe auch gut getroffen. Leider habe ich währenddessen den Illager mit seinem Bogen nicht bemerkt und er konnte einen guten Treffer bei mir landen. Zur Sicherheit bin ich erstmal eine Etage tiefer gelaufen und habe meine Armbrust neu geladen und war jetzt bereit für den Kampf. Anscheinend hatten die Illager auf dieser Etage eine gute Ausbildung, denn sie konnten makellos mit dem Bogen hantieren und hatten auch irgendwie die Fähigkeit erhalten, mit verzauberten Pfeilen umzugehen. Ich wurde auch sogar von einem verzauberten Pfeil getroffen und fing plötzlich an, nach oben zu schweben. Ich dachte schon, dass das jetzt mein Ende wäre, aber irgendwie hat es der Villager geschafft, sich selbst zu treffen und ist dann daran gestorben. Vielleicht sind sie ja doch nicht so mit dem Umgang mit verzauberten Pfeilen gewöhnt. Das war natürlich mein Glück und ich konnte mich erstmal in Ruhe heilen. Hier kam wieder ein verzauberter Goldapfel ins Spiel. Durch diesen Apfel wurde ich so gut wie unbesiegbar. Weiter oben befand sich eine Art Magie-Ecke oder wie auch immer ich diese Etage nennen soll. Hier wurden sehr viele Tränke gebraut und natürlich habe ich auch davon eine Menge mitgenommen. In der Mitte des Raumes befand sich ein merkwürdiger Obsidian-Würfel. Was mag wohl hier drin sein? Ich hatte noch keine geeignete Spitzhacke, um es herausfinden zu können. Ganz oben befand sich der erste Boss, den ich bekämpfen werde, der Illager-König. Dieser König hat sich dem dunklen Magier angeschlossen und dadurch viel Macht erhalten. Zu meinem Glück war es nur viel Macht, denn sein Kopf war trotzdem nur voll mit Stroh. Er war nicht in der Lage, seinen Thronsaal zu verlassen. Der Illager-König hat also einen riesigen, stählernen Körper bekommen. Dieser Körper war aber bei weitem zu groß für diesen kleinen Aufgang. Nach sehr vielen Armbrustschüssen konnte ich den Illager-König endlich besiegen. Oder zumindest sah es so aus. Und plötzlich sagte mir eine Stimme, dass nun die Villager-Wachen neutral zu mir sein würden. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist nun also getan. Ich werde von nun an also in der Lage sein, mich in Villager-Dörfern aufzuhalten. Ohne Angst haben zu müssen, dass mich die Wachen einfach so angreifen würden. Jetzt war es aber erstmal Zeit, die Schätze des Illager-Königs zu looten. Es gab hier einen Haufen Diamanten und vor allem gute verzauberte Schwerter und Spitzhacken. Und hierbei habe ich noch nicht mal die ganzen verzauberten goldenen Äpfel erwähnt. Neben dem ganzen Loot in den Truhen befand sich hier oben auch eine Unmenge an wertvollen Blöcken. Zuerst fielen die ganzen Kohle- und Goldblöcke in die Augen. Aber beim genaueren Hinsehen ist mir sofort aufgefallen, dass unter diesen Blöcken die wirklich guten Blöcke versteckt waren. Eisenblöcke und vor allem Diamantenblöcke.
Auf dem Weg nach unten habe ich mich natürlich noch an den Vorratstränken der Elijah bedient. Diese sollten für mich noch sehr nützlich werden, denn ich hatte keine Ahnung, wie man Tränke brauen kann. Weiter unten griffen mich dann wütende Illager-Schützen an. Ich meine, wer wäre denn nicht wütend, wenn der eigene König von einem dahergelaufenen Lucanier getötet werden würde? Ich nahm schnell die Beine in die Hand, denn es waren viel mehr Illager hier unten als erwartet. Leider war es auch schon dunkel, deshalb durfte ich keine Zeit mehr verlieren. Der Weg durch die Dunkelheit nach Hause war ein absoluter Albtraum. Anscheinend hat der dunkle Magier davon mitbekommen, dass ich einen seiner wertvollen Untertanen besiegt hatte. Anders kann ich mir die große Menge an abscheulichen Kreaturen nicht erklären. Sie fingen an, mich über das gesamte Feld zu jagen. Kaum hatte ich eine Kreatur abgehängt, tauchte auch schon die nächste vor mir auf. Ich war kurzzeitig am Überlegen, ob ich mir irgendwo einen Unterschlupf suchen soll, um hier die Nacht zu verbringen. Aber das war sehr riskant und ich hatte aus Panik überhaupt keinen Überblick über meine Lage. Ich bin also weitergelaufen und habe dann am Horizont mein Lager gesehen. Noch nie war ich so glücklich, die Lichter meiner Heimatstätte zu sehen. Noch nie war ich so glücklich, ein paar Schritte von meinem Bett entfernt zu sein. Noch nie war ich so glücklich, zu überleben. Der Morgen von Tag 8 begann sehr merkwürdig. Vor meinem Lager auf dem Feld hat eine merkwürdige Kreatur auf mich gewartet. Aber nicht nur das. Außer dieser Kreatur war hier auch noch ein Steingolem, der mich mit einer Art Lichtstrahl beschießen wollte. Ich konnte ihn aber ein Glück mit meiner neuen Armbrust besiegen. Mir ist aufgefallen, dass diese Armbrust in der Lage war, 3 Pfeile hintereinander zu schießen, ohne dass ich nachladen musste. Das wird auf jeden Fall noch sehr praktisch sein. Nachdem ich diesen Golem besiegt hatte, hörte ich in der Nähe meines Lagers eine Menge verschiedenster Monstergeschreie. Mir war natürlich sofort klar, ich brauchte einen dieser magischen Äpfel. Denn mit diesem Apfel werde ich eine bessere Chance gegen diese Wesen haben. Mich hat ein Werwolf angegriffen, der in der Lage gewesen sein musste, andere Wölfe zu kontrollieren. Außerdem war bei diesem Wesen auch noch ein schwebendes Etwas. Zu meinem Glück war es nicht an mir interessiert und es ist dann einfach weggeflogen. Jetzt musste ich noch dieses große Etwas hinter meiner Festung besiegen. Mit der Armbrust war das natürlich kein Problem. Mir war nicht klar, um was es sich hier handelte. War es ein Mensch oder ein Monster? Auf jeden Fall ließ es, nachdem ich es besiegt hatte, ein paar Münzen fallen. Diese Münzen habe ich in dieser Gegend noch nie gesehen. Wo kommen sie nur her? Nach all diesen Monsterbegegnungen kam auch noch etwas weiteres hinzu. Ein mit Pilzen infizierter Untoter. Ein Glück hat er mir kaum Schaden zugefügt und ich konnte ihn schnell besiegen. Seit wann wagen sich die Kreaturen dann Nacht am Tag heraus? Ich entschied mich, in einem Baum neben meinem Haus ein kleines Lager einzurichten. Hier wollte ich alle Erze lagern. Außerdem war das der richtige Ort für meinen Amboss. Dank der Diamantblöcke des Illager-Königs konnte ich nur meine Rüstung vervollständigen. Mit voller Diamantenrüstung fühlte ich mich natürlich unbesiegbar. Aber diese Sicherheit ist natürlich total trügerisch. Ich musste trotzdem aufpassen, nicht von irgendwelchen Monstern überrascht zu werden. Jetzt war es Zeit, den Dungeon neben meinem Lager zu erforschen. Vielleicht habe ich ja Glück und in diesem Dungeon würde es unermesslichen Reichtum geben. Der Nachteil an einem solchen Schatz ist meistens ein strenger Bewacher, denn sonst würden ja hier schon Abenteuer gewesen sein. Es war auf jeden Fall sehr dunkel hier unten, aber zu meinem Glück habe ich ein paar Fackeln mitgebracht und konnte den Gang ausleuchten. Die Eingänge des Dungeons waren mit schweren Gitterstäben verschlossen. Sollten sie mich davon abhalten, reinzugehen? Oder das, was im Dungeon war, daran zu hindern, auszubrechen? Naja, wie auch immer, mit meiner Diamantenrüstung fühlte ich mich natürlich unbesiegbar und ich bin hier einfach hineingegangen. Hier gab es sehr viele verschiedene Pilze. Kann ich aus diesen Pilzen vielleicht ein paar Tränke brauen? Naja, lieber nicht. Nicht, dass ich dann noch aus Versehen mich selber verzaubere. Ich habe noch weitere Gänge des Dungeons durchsucht, aber anscheinend schien es hier auf dieser Ebene keine weiteren interessanten Schätze zu geben. Es gab hier eine hölzerne Hacke und ein paar Goldbarren. Mehr aber nicht. In den Tiefen dieser Dunkelheit wartete eine grausame Kreatur auf mich. War sie freundlich oder feindlich? Ich wollte das natürlich nicht riskieren und habe sie sicherheitshalber mit meiner Armbrust beschossen. Dadurch gab es hier eine Gefahr weniger und ich konnte mich um weitere Truhen kümmern, die in den Ecken des Dungeons auf mich warteten. Durch einen Zufall habe ich dann noch einen Geheimgang gefunden. Also, naja, nicht ganz Geheimgang. Hier hatte anscheinend jemand sein Lager aufgeschlagen und ich war mir sicher, hier musste es guten Loot geben. Und tatsächlich war dem auch so. Ich fand 2 verzauberte Diamantbrustplatten und dann das hier. Ein Totem der Regeneration. Und dann auch noch den legendären roten Schlangenbogen. Und dann auch noch zu guter Letzt die Phantomrüstung. Wer hätte das gedacht, dass diese Artefakte hier unten schlummern würden? Von dem roten Schlangenbogen habe ich damals als Kind viel gehört. Es war eine Legende in der Gegend, in der ich aufwuchs. Der Träger dieses Bogens würde dem Königreich Lucania wieder das Gleichgewicht bringen. Ich war mir noch nicht sicher, ob ich in der Lage war, einen so mächtigen Bogen führen zu können. Und vielleicht waren diese Legenden ja wirklich nur Legenden, die sich in meinem Dorf erzählt wurden. In den Tiefen dieses Lagers fand ich eine Kreatur, die wahrscheinlich mal ein Mensch gewesen sein musste. Ein menschlicher Körper mit einem Kuhkopf. Welcher Flug mag wohl auf dieser unglücklichen Seele gelegen haben?
Ich habe sie auf jeden Fall von ihrem Leid erlöst. Zu meinem Glück fand ich einen Aufgang und konnte schon die Luft der Freiheit riechen. Doch als ich meinen Weg nach oben freigegraben habe, musste ich mit Erschrecken feststellen, dass es bereits Nacht gewesen war. Wieder einmal habe ich nicht die Zeit im Auge gehabt und musste mich wieder den Kreaturen der Nacht stellen. Zu meinem Glück war mein Lager gleich nebenan. Zu meinem Unglück ließen die Monster mich nicht schlafen und warteten am Fuß meiner Leiter. Ich konnte sie besiegen und schnell schlafen gehen, um die Nacht so schnell wie möglich beenden zu können. Am Morgen von Tag 9 hat dann dieser Herr hier auf mich gewartet. Ich dachte, er wäre freundlich, jedoch hat er mich mit seinem Gewehr beschossen. Also musste ich schnell handeln. Jetzt konnte ich auch gleich mein Totem, das ich in diesem unterirdischen Lager gefunden hatte, ausprobieren. Bevor ich aufbrach, habe ich meine Diamantenrüstung gewechselt. Ich hatte nun zwar weniger Lebenskraft, dafür aber mehr Schutz. Während ich mich auf den Weg machte, das Land noch weiter zu erforschen, traf ich wieder diesen Werwolf, der auch gleich wieder seine Hunde auf mich hetzte. Dank meines Giftschwertes war es natürlich kein großes Problem. Aber irgendwie schien der Werwolf in der Lage gewesen zu sein, sich mit einer Rauchexplosion von hier wegzubegeben. Sein Glück, denn ich fühlte mich immer noch unbesiegbar und war gerade im Kampfesrausch. Als ich dann ein kleines Stück gelaufen bin, fand ich einen neuen Illager-Tempel oder so etwas ähnliches in der Art. Es warteten auch bereits Illager auf mich, die ich natürlich sofort besiegen wollte. Er war aber nicht allein, deshalb musste ich fliehen und aus der Entfernung die Lage analysieren. Ein Baum bot mir Schutz und ich dachte mir, aus der Entfernung kann ich bestimmt besser zielen als diese Barbaren. Sie hatten auch verzauberte Pfeile, deshalb musste ich wirklich aufpassen. Außerdem konnten ihre Armbrüste 3 Pfeile auf einmal verschießen. Dieser Technologie war ich noch nicht gewachsen und ich wollte fliehen. Weiter weg versuchte ich erneut aus der Entfernung zu schießen. Die Illager-Armbrüste konnten zwar mehrere Pfeile auf einmal schießen, jedoch war die Distanz, die Pfeile zurücklegen konnten, nicht sehr hoch. Als ich etwas weiter weggelaufen bin, fand ich eine Prärie. Ein scheinbar endloses Feld mit vielen Ruinen. Bevor ich aber diese Prärie erforschen wollte, ließ mich der Gedanke nicht los, dass dort, am Rande der Prärie, immer noch einige Illager am Leben waren und eine Bedrohung für Lucania darstellten. Mit der geladenen Armbrust machte ich mich also wieder auf den Weg, einen Angriff zu wagen. Das ging anfangs auch ganz gut, denn im 1 gegen 1 habe ich die besseren Karten. Aber als dann die Verstärkung der Illager kam, wurde mir gleich wieder klar, hier habe ich noch keine Chance. Vielleicht würde ich ja irgendwann den roten Schlangenbogen führen können. Mir war klar, dass ich langsam nach Hause laufen musste, denn ich wollte nicht wieder von einer plötzlichen Nacht überrascht werden. Zu meinem Glück war der Weg nicht weit und ich konnte schon die riesigen Bäume am Rand des Feldes sehen. Ich hatte kaum noch Nahrung im Inventar, aber zu meinem Glück hatte mein Vorbesitzer einen Haufen Stroh im Lager gelassen. Hier konnte ich mich jetzt in aller Ruhe bedienen. Ich machte mich wieder auf den Weg, um die Prärie, die ich am Vortag entdeckt hatte, weiter zu erforschen. Ich war mir nicht sicher, was mich hier erwarten würde, aber dank der ebenen Fläche hatte man einen guten Überblick. Zuerst bin ich auf ein altes Illager-Lager gestoßen, aber anscheinend sind sie bereits aufgebrochen. Neben diesem Lager befand sich ein Eingang in den Untergrund. Ich bin natürlich dort runtergegangen, in der Hoffnung, wertvolle Sachen zu finden. Aber bis auf ein paar Untoten gab es hier unten nur dicke Luft. Es war eine Art Krypta, die nur so von Untoten wimmelten. Ich fand noch weitere Wege, die bis in ein unterirdisches Gängesystem führten. Ich bin natürlich ein klein bisschen dort unten hinuntergelaufen, aber war mir schnell sicher, hier schien eine Kreatur aus einer anderen Welt zu herrschen. Deshalb machte ich mich schnell wieder auf den Weg zur Oberfläche. Jetzt wollte ich weiter die Prärie erforschen. Auf meinem Weg stellte ich fest, dass auf dieser Prärie nicht viel Leben war. Das lag anscheinend an dem Drachennest, welches hier gleich in der Nähe war. Ich schaute nach oben, aber zu meinem Glück gab es hier nirgendwo einen Drachen. Wurde der Drachen besiegt oder war er einfach weitergezogen? Ich konnte keine Drachenüberreste entdecken. Der Drache musste also noch leben. Hoffentlich kommt er nicht zurück, um seine Schätze zu beschützen. Es gab aber leider keine wertvollen Gegenstände in der Truhe des Drachen. Beim Weiterziehen fand ich eine Kirche, die von einem merkwürdigen Sensenmann beschützt wurde. Ich habe ihn angegriffen, als ich merkte, dass er es auf mich abgesehen hatte. Was waren diese dunklen Kreaturen? Was hatten sie vor und warum haben sie hier mitten in der Prärie eine Kirche gebaut? Sie kämpften mit einem dunklen Zauber, denn sobald mich die Sense dieser Kreatur auch nur ansatzweise berührte, fühlte ich einen merkwürdigen Schmerz. Es war so wie eine Vergiftung, nur dass hierbei ein Teil meiner Seele angegriffen wurde. Nach ein paar weiteren Angriffen konnte ich diese Kreatur besiegen. Diese Lebewesen scheinen sehr zäh zu sein, denn ich brauchte eine Menge Pfeile, um sie zu besiegen. Das war aber nur ein kleiner Vorgeschmack. Als ich dann einen Blick in die Kirche geworfen hatte, habe ich festgestellt, dass hier eine ganze Armee von diesen Kreaturen waren. Es war wie ein dunkler Kult, die irgendetwas beschwören wollten oder schon beschworen hatten. Natürlich waren sie von meiner Ankunft überhaupt nicht begeistert, denn sie haben mich direkt angegriffen. Ich konnte sie etwas herauslocken und mit meiner Armbrust erwischen. Als ich jetzt einen besseren Blick in die Kirche werfen konnte, sah ich am Ende eine schrecklich große Kreatur. Was war das?
Ich wollte das unbedingt herausfinden. Aber bevor ich mich um diese große Kreatur kümmern konnte, musste ich erst diese in schwarz gekleideten Sektenmitglieder besiegen. Nach und nach konnte ich sie alle besiegen. Ich merkte schnell, dass meine Pfeile langsam aber sicher sich dem Ende zuneigten. Ich musste also auf mein Schwert umsteigen und versuchen, diese Kreaturen im Nahkampf zu besiegen. Hier musste ich aufpassen, denn einige von ihnen hatten eine Sense mit einer unglaublich großen Reichweite. Als ich so gut wie alle besiegt hatte, war dieses große Monster an der Reihe. Es hatte eine große Glocke um den Hals und bei jeder Bewegung schwang diese Glocke und machte einen furchterregenden Klang. Das Monster schien sehr groß und träge, daher dachte ich, ich konnte es auch im Nahkampf besiegen. Zu meinem Schutz aß ich noch einen dieser verzauberten goldenen Äpfel. Ich merkte sofort die Kraft in mir und dann bin ich sofort zum Angriff übergegangen. Wie schon erwähnt, waren die Bewegungen dieses Monsters sehr träge und ich konnte immer im richtigen Moment ausweichen. Aus den hinteren Räumen kamen dann noch ein paar Sektenanhänger, aber dank des Apfels konnte ich diese sehr schnell besiegen. Okay, mit dem Apfel muss ich doch in der Lage sein, dieses Monster zu besiegen. Ich meine, das Gift macht schon ordentlich Schaden. Oh yes, er ist aber mega langsam. Oh mein Gott, der hat mich fast one-hitted. Das gibt's doch nicht, obwohl ich den goldenen Apfel habe. Oh mein Gott, ausweichen, oh! Okay. Nicht getroffen. Vielleicht aus der Entfernung? Oh, ich bin gleich tot. Das gibt's doch nicht. Ich habe auch keinen goldenen Apfel mehr. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Ein paar Giftpfeile. Vielleicht machen die Giftscheine noch ein paar extra. Yes! Ich habe ihn besiegt! Oh mein Gott! Wow. Nach meinem Sieg musste ich schnell wieder zurück zu meinem Lager. Aber es war schon wieder Nacht. Ich war so unglaublich weit weg und meine Vorräte im Rucksack waren so gut wie aufgebraucht. Ich musste unbedingt einen Unterschlupf finden. Hier in der Prärie hatte ich wenig Glück, denn so gut wie alle Häuser waren bereits zerstört worden. Ich rannte also, so schnell mich meine Beine tragen konnten, in Richtung Heimat. Und zu meinem riesengroßen Glück fand ich ein Dorf. Und dank meines Sieges gegen den Illager-König waren die Wachen des Dorfes mir gegenüber freundlich gestimmt. Ich habe zwar die Nacht überstanden, aber leider war draußen immer noch diese Kreatur der Nacht. Ich habe Glück, dass mir die Villager inzwischen vertrauen und mich hier schlafen ließen. Ich habe etwas gegessen und dann meine Armbrust geladen, um mich dann in den Kampf zu stürzen. Ein Glück war der Hund oder was auch immer es war allein. Dadurch konnte ich dieses Monster schnell besiegen. Nach diesem Schreck wollte ich unbedingt schnell zurück in mein Lager. Ein Glück gab es einen Waypoint im Dorf. Diesen konnte ich sofort nutzen, um zurück zum Lager zu kommen. Jetzt war es an der Zeit, nach all diesem Gekämpfe meine Rüstung zu reparieren. Es war auch eine Fee in meinem Lager. Ich habe ihr nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das hätte ich aber lieber machen sollen. Diese Biester schleichen sich in mein Lager und stehlen meine Waffen aus den Kisten. Die nächste Fee werde ich auf keinen Fall verschonen. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich in den letzten Tagen versucht habe, dieses Luftschiff hochzuklettern und dann runtergefallen bin. Jetzt wollte ich es aber endlich wieder wagen und auf dieses Luftschiff steigen. Wieder mal war unter diesem Luftschiff einer dieser infizierten Zombies. Kommen diese Zombies vom Luftschiff und hat es deshalb hier Anker gelegt? Ich wollte es schnell herausfinden und habe deshalb einen Baum gefällt, um daraus ein paar Leitern craften zu können. Damit konnte ich sicher nach oben gelangen und hatte auch wieder einen sicheren Weg nach unten. Es war wirklich weit oben und je mehr ich geklettert bin, desto weniger sah man von der Welt unter mir. Oben angekommen, musste ich zuerst durch eine Stahltür gelangen. Da ich keinen Schalter oder etwas ähnliches gefunden hatte, musste ich mit meiner Spitzhacke einen Zugang verschaffen. Im Luftschiff war eine sehr merkwürdige Luft. Es fühlte sich sehr kalt an und roch stark vermodert. Was oder wer hier oben wohl gewesen ist? Die Tür wurde auf jeden Fall schon lange nicht mehr geöffnet. Im Luftschiff selber habe ich einige Apparate und viel Redstone gefunden. Dieses Redstone wäre bestimmt für die Handwerker in den großen Städten interessant. Aber ich kann damit nichts anfangen. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal wieder hierher zurück und mit diesem Redstone Handel betreiben. Bis auf ein paar Pfeilen befanden sich im Luftschiff keine weiteren interessanten Sachen. Vielleicht habe ich ja auch ein paar Details übersehen. Aber ich wollte nicht länger hier oben bleiben. Mir war es etwas zu gefährlich und ungewiss. Beim Hinunterklettern ist mir etwas aufgefallen. Das Luftschiff schien von einer schwebenden Insel Halt gemacht zu haben. Diese Insel werde ich in Zukunft auf jeden Fall untersuchen. Aber jetzt erstmal wieder zurück auf den Boden. Hier fühle ich mich am sichersten. Beim Erforschen der Ländereien fand ich einen interessanten Turm. Oder wie man das ja am besten beschreiben kann. Ich hatte Hoffnung, auf andere, gleichgesinnte Bewohner von Lucania zu treffen. Aber leider hatte der Flug des dunklen Magiers bereits diesen Turm getroffen. Ich habe mich dennoch dazu entschieden, diesen Turm weiter zu erforschen. Nachdem ich also den Eingang mit einer Fackel ausgeleuchtet habe, bin ich dann weiter nach oben geklettert und musste dann feststellen, dass hier oben noch mehr Monster waren, als mir lieb war. Also entschied ich mich schnellstmöglich, die Flucht zu ergreifen und bin dann einfach aus einem Fenster gesprungen. Die Monster sind mir natürlich sofort hinterhergesprungen, aber hier im Freien hatte ich natürlich die Oberhand und konnte alle Monster erfolgreich besiegen. Kurz darauf befand ich erneut eine Festung, die bereits vom Fluch des Magiers heimgesucht worden war. In der Festung war alles verlassen und ich war mir sicher, dass auch hier viele Monster sein würden. Ich bin zuallererst in den Keller gerannt, denn hier würden, meiner Erfahrung nach, die meisten Monster auf mich warten. Tatsächlich gab es auch eine menschengroße Spinne, die bereits darauf gewartet hatte, mich einzufangen und zu fressen. Aber sie hat natürlich nicht mit einem Krieger vom Stamme der Lucania gerechnet. Ich habe sie schnell mit meinem Giftschwert besiegen können.
Nachdem ich die Nacht in der Festung verbracht hatte, machte ich mich am nächsten Morgen wieder auf den Weg ins Ungewisse. Mir war klar, dass es in der Festung nichts mehr zu holen gab. Deshalb machte ich mich auf den Weg, um neue Abenteuer zu finden. Auf einem Kürbisfeld lief, oder besser gesagt schwebte mir eine dunkle Kreatur entgegen. Aber zu meinem Glück wollte sie nicht kämpfen und ist dann wieder ganz einfach verschwunden. Zu meiner Überraschung fand ich auch ein paar freundlich gesinnte Kreaturen. Anscheinend haben hier die Faunen ein Fest gefeiert. Ich habe mich natürlich sofort angeschlossen und mit ihnen ein paar Runden im Kreis getanzt. Danach habe ich das Lager nach wertvollen Gegenständen durchsucht, mich dann aber dazu entschieden, sie nicht zu bestehlen, da sie mich so gastfreundschaftlich empfangen haben. Also habe ich meine Sachen zusammengesucht und bin dann weitergewandert. Als nächstes wartete ein dunkler Wald auf mich. Ich war mir nicht sicher, ob ich hier drin wirklich laufen sollte, denn ich konnte kaum den Himmel sehen und wusste, tiefer in diesem Wald würden die gefährlichsten Kreaturen, würden dann nur auf einen verirrten Wanderer wie mich warten, um ihn dann in die Höhle zu schleppen. Nachdem ich dann so schnell wie möglich diesen Wald verlassen hatte, fand ich eine einsame Hütte. Diese Hütte wurde von einem interessanten Villager bewohnt. Nach meiner Kenntnis war es einer der Weisen, die sich mit dem Dimensionsritt beschäftigt hatten. So sah er zumindest aus, da er die Kleider dieses Ordens trug. Er wollte aber nicht mit mir reden, daher lief ich weiter und schenkte ihm erstmal keine Beachtung. Als ich am Strand etwas entlang geschlendert bin, wurde ich von ein paar Wegelagerern angegriffen. Ohne Vorwarnung haben sie ihre Armbrüste gespannt und dann direkt Pfeile auf mich niederregnen lassen. Ich wusste erst gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte, als es mir plötzlich klar wurde, ich muss kämpfen. Ich habe also meine Armbrust gezückt und mir Deckung hinter den riesigen Kürbissen gesucht. Jetzt fing der Schlagabtausch an. Erst haben sie Pfeile regnen lassen, dann ich. Wenn es so weitergehen würde, hätten bald beide Seiten keine Pfeile mehr. Aber das war den Illagern egal. Ich konnte einen ihrer Anführer besiegen und fand ein verzaubertes Buch. Vielleicht könnte ich dieses Buch noch nutzen, um meine Waffen stärker zu zaubern. Jetzt begann aber der wirkliche Kampf. Die Illager waren so sehr in Rage, dass sie nun durch den Verlust ihres Anführers viel stärker und schneller schienen. Ich versuchte es natürlich weiterhin, es mit ihnen aufzunehmen. Der Vorteil der Illager war, dass sie es irgendwie geschafft haben, die Gunst des Poseidons auf ihrer Seite zu ziehen. Denn kaum habe ich sie mit einem Sprung angegriffen, fiel auch schon der Fluch des Poseidons auf mich. Mir wurde sofort schwindelig, also habe ich das Weite gesucht und mich dann etwas von diesem Fluch erholt und meine Gedanken gesammelt. Wie haben es die Illager geschafft, sich einen so mächtigen Gott zum Verbündeten zu machen? Ich habe gesehen, dass es bereits ein weiteres Außenlager der Illager-Festung gab und habe dieses dann angegriffen. Aber irgendwie schien ich immer noch von diesem Fluch der Poseidons geschwächt gewesen zu sein, weshalb ich an den Rand des Waldes gelaufen bin, um hier die Nacht zu verbringen, um dann mit neuen Kräften gegen die Illager zu kämpfen. Nach einer scheinbar zu kurzen Nacht am Rande des Waldes fühlte ich mich bereit und stark genug, es mit den Illagern aufzunehmen. Ich nahm also mein Schwert in die Hand und stürmte auf den ersten Illager. Dank der großen Kürbisse hatte ich genügend Deckung und jetzt kam vor allem mein Heilungstotem zum Einsatz. Dank diesem Gegenstandes konnte ich mich sehr schnell wieder heilen. Ich musste aber wirklich aufpassen, denn die Illager schienen endlos stark zu sein und durch irgendeinen Zauber eine unvorstellbare Macht erhalten zu haben. Vielleicht war ja auch gar nicht der Illager-König gestorben. Vielleicht war es ja wirklich nur eine Schattengestalt, erschaffen vom dunklen Magier, der die Form eines Königs angenommen hatte. Denn anders konnte ich es mir nicht erklären, warum hier so viele von diesen Illagern unterwegs waren. Nachdem ich mich nun durch einige dieser Illager durchgekämpft hatte, kam ich an ein Zelt, was genau neben einem verlassenen Haus stand. Hier haben sie sich also niedergelassen. Ein kleines Außenlager. Bereiteten sie sich auf einen Angriff vor oder warum waren gerade hier so viele versammelt? Es waren mehr als erwartet und ich musste mir hinter dem Haus Deckung suchen, um nicht von den ganzen Pfeilen durchlöchert zu werden. Zu meinem Glück hatte ich noch meine Dreischussarmbrust und konnte damit gezielt einen nach den anderen Illagern besiegen. Das Giftschwert hat dafür gesorgt, dass in der Nähe der Illager eine Giftwolke entstanden ist. Aber die Illager waren schlau und sind natürlich nicht in dieser Giftwolke geblieben, sondern haben sich strategisch weiter verteilt. Kurz darauf traf ich auf einen dieser Anführer der Illager. Er war bei weitem stärker ausgerüstet und wurde in der Kunst des Kämpfens besser ausgebildet. Ich habe mir das verlassene Haus als Deckung genommen und wollte ihn dadurch besiegen. Aber er war leider zu stark und hätte mich um ein Haar erwischt. Ich konnte jedoch durch enormes Glück fliehen und war mir sicher, er würde mich jetzt jagen und so lange weitermachen, bis er mich finden würde. Ich bin also so schnell, wie meine Beine tragen konnten, gelaufen. Zu meinem Glück fand ich ein Dorf und mit diesem Dorf auch einen Waypoint zurück zum Lootmoor-Lager. Jetzt war ich in sicherer Entfernung und konnte meine Reise etwas besser planen. Am Morgen von Tag 14 war ich froh, wieder in meiner vertrauten Umgebung zu sein. Doch als ich meinen Schlafplatz verlassen hatte, tauchten ein paar nicht so vertraute Gestalten auf. Sie sahen aus wie Eingeborene und haben einen Vogel und einen Zombie gejagt. Waren sie vielleicht auf meiner Seite und ich könnte mit ihnen kommunizieren? Ich näherte mich ganz langsam an und war stets wachsam, denn ich konnte diese Wesen nicht einschätzen. Ich habe sie auch noch nie zuvor gesehen. Als einer dieser Eingeborenen dann noch näher gekommen ist, habe ich natürlich mein Schwert gezückt, um auf einen möglichen Angriff vorbereitet zu sein. Vielleicht hat diese Kreatur es als Provokation gesehen und mich deshalb direkt angegriffen. Mein Glück war, dass nur einer dieser Gestalten mich angegriffen hat. Dadurch hatte ich natürlich leichtes Spiel und konnte es schnell besiegen. Das Gift meines Schwertes hat ihr ganz schön zu schaffen gemacht und als ich dann den letzten Schlag verführt hatte, schien die Seele dieser Kreatur in die Maske gesaugt zu werden.
Letztendlich blieb auch nur diese Maske zurück, die ich dann natürlich gleich aufgesammelt hatte. Jetzt war mir klar, dass es sich um böse Geister handeln musste. Ich machte Jagd auf die restlichen Kreaturen mit diesen Masken. Eigentlich waren sie vom Kampf zuvor geschwächt und ich konnte sie mit Hilfe meines Giftschwertes schnell besiegen. Mir ist aufgefallen, dass das Giftschwert noch einen Namen braucht. Wenn euch einer einfallen sollte, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Nachdem ich alle bösen Geister besiegt hatte, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen und habe selber diese Maske aufgesetzt. Ich spürte, wie mich die Kraft dieser Maske durchströmte. Aber sicherheitshalber habe ich sie wieder abgesetzt. Nicht, dass ich auch noch befallen werde. Ich entschied mich, weiter die Höhlen von Lucania zu untersuchen. Vielleicht gibt es ja Ärzte, die schon für so eine lange Zeit hier sind, nur um von mir entdeckt zu werden. Vielleicht wird es mir möglich sein, mit Hilfe der Schmiedkunst der Zwerge mir eine einzigartige Rüstung zu schmieden, die den Klingen der trainierten Illanjan gewachsen ist. Ich musste beim Hinabsteigen wirklich aufpassen, nicht in diese kochende Lava zu landen, denn dann wäre es aus mit mir gewesen und ich würde die Ländereien von Lucania wahrscheinlich als Feuergeist durchstreifen. In den Höhlen fand ich auch einen Zwerg, der tatsächlich auch mit mir handeln wollte. Bartloser Freund, Reden ist Gold, aber Ärzte sind unbezahlbar. Lass uns handeln. Er hatte nicht wirklich etwas, das ich gebrauchen konnte, geschweige denn hatte ich keine Gegenstände zum Handeln bei mir. Eventuell würden wir uns später treffen, um einen Handel durchzuführen. Als ich mich dann weiter durch die Höhlen gekramt hatte, fand ich einen Raum voller wertvoller Erze und eine merkwürdige Wand. Habe ich etwa das alte Sanktum von Lucania gefunden? Die Hallen der Feuerkreaturen, die wahrscheinlich die seltensten Schätze beherbergen. Ich habe mich vorsichtig durch die Wand gekramt und einen Blick in das Sanktum geworfen. Ich begrüße auch schon sofort eine merkwürdige Kreatur und ich konnte sie aber schnell besiegen. Anscheinend hat sich diese Kreatur hier irgendwie verirrt, denn sie passte gar nicht an einen solch heiligen Ort. Oder wurde dieser Ort bereits vom dunklen Magier verzaubert? Ich wagte noch ein paar weitere Schritte in das Sanktum und war von der schieren Größe überwältigt. Welches Volk verbringt es, unter dem Berg solch riesige Hallen zu schaffen? Wofür wurden diese Hallen überhaupt erschaffen? Ich habe mich noch etwas weiter hineingewagt und wurde auch schon gleich belohnt. 23 Diamanten, ein Zauberbuch mit dem Wissen über Giftwolken und vor allem ein Schwert, das durch die Zauberkünste der Feuerläufer verzaubert wurde. Ich wurde gierig. Da ich diese Truhe so einfach erreichen konnte, war ich mir sicher, die anderen Truhen müssten genauso einfach zu erreichen sein. Ich fand auch schon den Grund für die fehlenden Feuerläufer. Ein Loch in der Decke sorgte für einen Wasserfall. Ich schwamm zur Truhe und wurde sogleich überrascht. Die Feuerläufer haben mir eine Falle gestellt. Schon in den alten Schriften wurden über diese Feuerläufer gesagt, sie verfluchen denjenigen, der das Maß der Dinge nicht kennt. Ich drehte mich um und bin gerannt. Mit diesen übermächtigen Wesen kann ich es auf keinen Fall aufnehmen. Ich musste sofort fliehen und konnte auch gerade so entkommen. Zu meinem Glück verlassen diese Kreaturen ihre heiligen Hallen nicht und warteten nur darauf, bis ich wiederkommen würde. Aber bis es soweit sein würde, müsste ich erstmal meine Ausrüstung verbessern. Ich bin also schnell wieder zurück zu meinem Lager gerannt und habe hier die Nacht verbracht, um am nächsten Morgen wieder die Ländereien zu erkunden. Am Morgen von Tag 15 wartete wieder so ein infizierter Untoter auf mich und als ich ihn besiegte, fiel mir wieder die Technik ein, mit der man diese Dungeon-Spawner außer Kraft setzen konnte. Ich war also in der Lage, diese merkwürdigen Kisten zu zerstören, die dafür gesorgt haben, dass immer mehr Monster auftauchten. Außerdem fand ich ein Zauberbuch, das mich zwar stärker werden ließ, jedoch auch meine Gesundheit um 60% verringern würde. Bei meiner weiteren Reise bin ich auf diesen verfluchten Wald gestoßen. Kaum habe ich dann einen Fuß in diesen Wald gesetzt, fühlte ich mich auch schon schwach und kraftlos. Ich hatte auf einmal so eine Schwere in mir, die ich nicht zu erklären verstand. Ich musste so schnell wie möglich dieses verfluchte Land verlassen und bin dann am Rande dieses Waldes weitergelaufen. Etwas weiter fand ich auch schon wieder eine wundervolle Prärie mit einem merkwürdigen weißen Block auf dem Boden. Natürlich wollte ich sofort wissen, was denn in diesem Block sein würde. Also habe ich meine Spitzhacke geholt und ein Loch hineingeschlagen. Innen war alles voller Spinnenweben und ich hörte die ganze Zeit so ein befremdliches Krabbelgeräusch. Mich attackierte auch schon gleich ein fremdes Wesen. Es war ein Mensch, der durch fremden Zauber mit einer Spinne verschmolzen war und hier seine Höhle hatte. Ich lockte es heraus und konnte somit leicht gewinnen, denn hier draußen hatte dieser Spinnenmensch kein Netz, in dem ich mich verfangen würde. Aus Dank für das besiegte Spinnenmonster holte mich dann ein Faun und lud mich zum Feiern ein. Das nahm ich natürlich dankend an und wir tanzten wieder um das Feuer herum. Ich bemerkte aber schnell, dass diese friedlichen Fauns bereits von den wilden Illidjern bedroht wurden. Jetzt schlug natürlich sofort mein Heldenherz auf und ich habe mich sofort auf die Seite der gastfreundschaftlichen Fauns gestellt. Der Kampf dauerte sehr lange, aber dank meines neuen Könnens konnte ich alle Illidjer besiegen. Ich habe sogar die Glocke geläutet, um noch mehr Illidjer anzulocken, aber sie waren bereits alle besiegt worden. Nach meinem erfolgreichen Kampf gegen das Illidjer-Lager bin ich zurück zum Dorf gekehrt und habe dort die Nacht verbracht. Ein Villager hat mich aufgeweckt und hieß mich im Dorf willkommen. Er hat mir auch gleich einen Handel angeboten. Dieses Volk ist wirklich interessant. Sobald sie dir vertrauen, wollen sie auch gleich mit dir handeln. Aber vielleicht wird das auch zu meinem Vorteil. Auf meinen Reisen werde ich ja alle möglichen Sachen finden und vielleicht wird sich hier auch ein Villager finden, der für diese Gegenstände einen guten Preis zahlen wird.
Jetzt brauchte ich aber erstmal noch keinen Handel und deshalb habe ich mich dann auch wieder zurück zum Lugmor-Lager teleportiert. Dort angekommen war mir sofort klar, dass ich endlich eine Mauer um mein Lager brauchte, denn in der Nacht wimmelt es hier nur so von grausamen Kreaturen. Und wer weiß, vielleicht würden die Illager unter ihrem neuen König bereits einen Angriff auf mein kleines Lager planen. Ich musste nicht nur die Mauern endlich fertig bauen, sondern auch Kisten bauen, in denen ich all meine Baumaterialien lagern konnte. Ich habe im Königreich bereits so viele Sachen gefunden, dass ich schon lange den Überblick verloren hatte. Vielleicht müsste ich bald mal ein Lager bauen und darin alle meine Gegenstände sortieren. Es wurde jetzt also Zeit, mich in diesem Lager richtig einzurichten. Da ich jetzt alle Truhen platzieren würde, würde ich diesen Ort nicht mehr so schnell wieder verlassen. Natürlich brauchte ich auch eine gewisse Ordnung. Das Essen kam in die Speisekammer, Rüstung und Erze zum Schmiedebaum und für alle anderen Gegenstände, die ich nicht zuordnen konnte, gab es einen Truhenraum. Vielleicht kann ich diese Gegenstände noch irgendwie für irgendetwas verwenden. Jetzt wollte ich aber zurück zum Dorf Kramaris, denn hier warteten bereits einige Händler auf mich und ich wollte wissen, was es denn zu handeln gab. Vielleicht wusste auch der ein oder andere Villager etwas vom dunklen Magier. Man weiß ja nie, welche Reisenden hier in den Dörfern vorbeikommen und welche Geschichten erzählt wurden. Ich traf am Anfang auf zwei Handwerker, die mir ihre Lederware verkaufen wollten. Da ich aber schon voll ausgestattet war, brauchte ich ihre Dienste erstmal nicht. Ich fand dann auch noch einen Holzfäller. Ich kaufte mir ein bisschen Birkenholz, um erstmal das Vertrauen des Händlers gewinnen zu können. Aber anstelle von Informationen bot er mir nur weitere Holzarten an. Ich suchte noch weiter und fand auch gleich schon einen Schreiner, der seinen Kindern an der Säge etwas beibrachte. Von ihm konnte ich mir dann ein paar Leitern kaufen. Diese kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen. Im Haus des Schreiners gab es auch noch eine Truhe, die gut gefüllt war. Es gab hier ein Totem des Schildes, welches mich vor Pfeilen schützen würde, sobald ich es richtig anwenden würde. Außerdem war dort auch ein zerbrochenes Sägeschwert. Es war zwar etwas verrostet, jedoch an einigen Stellen besonders scharf. Ich nahm es auch mit, aber merkte schnell den ängstlichen Blick des Schreiners. Habe ich ihn damit bestohlen? Warum sagt er nichts? Hat er zu sehr Angst, dass ich ihn angreifen würde? Ich nahm mir noch ein paar Heuballen mit und verarbeitete sie zu Stroh. Der im Dorf anwesende Farmer fand das tatsächlich auch ziemlich nützlich und bezahlte mich für meine Arbeit mit ein paar Smaragden. Die Villager in Lucania hatten schon immer eine merkwürdige Währung. Ich bemerkte plötzlich, dass sich die Villager im Dorfzentrum versammelten und ich habe mich gleich dazugesellt. Einer der Villager verriet mir auch eine Herstellungsmethode für einen fossilen Köder. Was das genau war, beantwortete er mir nicht. Er sagte nur, dass es mich auf meinen Reisen weiterbringen würde. Ich aber trotzdem aufpassen soll, sobald ich diesen Köder benutzen würde. Nichtsdestotrotz habe ich mich dank des Waypoints wieder zurück zu meinem Lugmor-Lager teleportiert und das ganze gekaufte Essen in meiner Truhe gelagert. Die Speisekammer füllte sich und ich war beruhigt genug, Essen und vorrätig zu haben. Mit dem gekauften Leitern hatte ich vor, meinen Weg zum Bett auszubessern und wurde dann von einer dunklen Kreatur attackiert, die sich selbst in die Luft jagte und mich dadurch auch töten wollte. Zu meinem Glück konnte ich ausweichen. Am Morgen von Tag 17 wollte ich sofort das Loch verschließen, was diese Kreatur angerichtet hatte. Ich machte mich auf den Weg, um etwas Erde zu holen und bin dann auf ein merkwürdiges Wesen gestoßen. Es sah aus wie eine große Spinne und hatte ein großes Auge und ein Maul mit scharfen blauen Zähnen. Ich bin sofort auf das offene Feld gerannt und habe das Monster direkt dorthin gelockt, denn hier hatte ich einen viel besseren Überblick und konnte die Lage besser einschätzen. Das Monster hat mich natürlich verfolgt. Zu meinem Pech bin ich in ein Loch gefallen. Mein Pech hat sich aber schnell zu meinem Vorteil entwickelt, denn dieses Monster war zu groß für dieses Loch und ich konnte es von unten ganz einfach mit meinem Schwert erwischen. Ich konnte diese Kreatur besiegen und sie ließ auch einen Kristall fallen. Dieser Kristall hatte eine merkwürdige Ausstrahlung. Vielleicht kann ich mir daraus ja eine Waffe bauen. Dafür bräuchte ich aber dringend mehr Informationen. Vielleicht wüssten ja die Dorfbewohner etwas. Bevor ich mich aber darum kümmern konnte, wollte ich das Loch mit Erde schließen, welches dieses grüne Monster verursacht hatte. Mir war klar, so etwas darf hier nicht noch einmal passieren. Ich brauchte dringend Mauern um mein Lager. Ich bin in das geheime Lager abgestiegen, was ich in den Höhlen gefunden hatte, und habe mir von hier ein paar Steine geholt. Als ich dann weitergegraben habe, fiel mir auf, dass ich hier durch einen Zufall auf einen neuen Gang gestoßen bin. Hier gab es auch Truhen, gefüllt mit Gold und anderen wertvollen Sachen. Beim genauen Betrachten wurde mir klar, dass Gitterstäbe hier etwas eingesperrt haben müssten. War ich jetzt mit diesem etwas hier eingesperrt? Da ich keinen Monsterschrei vernehmen konnte, baute ich die Gitterstäbe ab. Wer weiß, wie lange diese Räume hier unten schon leer waren. Ich konnte diese Stäbe sehr gut gebrauchen. Ich stieg noch weiter herab und fand eine interessante Truhe. Sie war mit einer Teleportationsschriftrolle gefüllt. Außerdem befand sich in der Truhe eine Rüstung der Frostmenschen, sowie ein Talisman von diesem Volk. Warum sind diese Gegenstände hier unten? Es ist sehr untypisch, dass Frostmenschen sich nach Süden wagen. Oder war das hier ein Lager eines Diebes? Ich nahm die Sachen aber sicherheitshalber mit. Vielleicht sucht ja jemand seine geliebte Rüstung und vielleicht kann ich diese Rüstung ja auch eines Tages tragen. Als ich mich um eine andere Truhe gekümmert habe, hat mich wieder so eine kleine schwarze Gestalt angegriffen und als ich sie mit dem Schwert schlug, hat sie einen unglaublich unangenehmen Schrei von sich gegeben. Ich hoffte, dass diese Kreatur nicht noch andere Kreaturen angelockt hatte. Da ich jetzt wusste, dass es sich hierbei um ein Diebeslager handeln musste, wurde ich gierig und wollte natürlich noch viel weiter hinein. Denn so ein Diebeslager ist wie ein Ameisenhügel.
In der Kammer der Königin wird es die wichtigsten Gegenstände geben. Ich muss nur hoffen, dass der Dieb nicht mehr hier sein würde, denn sicherlich würde dieser Dieb sein Diebesgut mit dem Leben verteidigen wollen. Aber so verwildert, wie es hier aussah, kann diese Gegend nicht mehr bewohnbar sein. Jedenfalls nicht für einen gewöhnlichen Menschen. Ich lief noch etwas weiter, aber mir war klar, dass ich unbedingt meine erbeuteten Gegenstände in mein Lager zurückbringen musste. Wurde ich jetzt dadurch selber zum Dieb? Zurück zum Lukmor-Lager. Es war Zeit, mit ein paar Holzpfeilern die Stützen für die Mauer zu errichten. Natürlich hatte ich noch lange nicht genügend Holz und müsste noch ein paar Bäume fällen. Vielleicht hatten die Bewohner im Dorf ja noch ein paar Baumstämme für mich. Sollte ich dorthin zum Handeln? Ich glaube, jetzt war es erstmal besser, selber Bäume zu fällen, da ich noch nicht ansatzweise genügend Smaragde zum Handeln bei mir trug. Anscheinend habe ich aber den Gott des Waldes mit meinen Abholzen verärgert, denn in meinem Lager griff mich eine Art Holzgeist oder so etwas ähnliches an. Vielleicht war es ja doch besser, mit Bewohnern zu handeln, anstelle sich an den Bäumen des Waldes zu bedienen. Zu guter Letzt füllte ich noch die Stellen zwischen den Holzpfeilern mit ein paar Steinen zu. Dadurch wäre ich durch die Mauer zwar noch nicht einmal ansatzweise gegen Angriffe der Illager geschützt, jedoch würde diese Mauer mir die ersten Kreaturen vor Leib halten. Ich brauchte mich in der Nacht also nicht mehr vor Angriffen zu fürchten. Ich habe endlich eine Verwendung für mein ganzes Gold gefunden. Ich habe mich an ein altes Rezept meiner Ahnen erinnert, und zwar den Goldapfel. Ein Apfel, welcher die Gesundheit wiederherstellt und dazu auch noch sättigt. Was will man mehr? Ich war jetzt auch bereit, meine Teleportationsschriftrolle auszuprobieren. Es funktionierte wie eine Art mobiler Waypoint. Der Nachteil daran war, dass man diese Schriftrolle nur ein einziges Mal verwenden konnte, bevor diese sich dann in Luft auflösen würde. Aber an sich war es eigentlich ein sehr nützlicher Gegenstand, mit dem ich mich natürlich sofort wieder in den Untergrund wagte. Jetzt, da ich wusste, es handelt sich um eine alte Diebeshülle, war meine Gier nach seltenen Gegenständen geweckt worden. Ich nahm nicht den Waypoint, sondern ging auf geradem Weg wieder in das geheime Lager, in welchem ich den Durchbruch zur Diebeshülle gemacht hatte. Es dauerte nicht lange und ich fand wieder das Loch. Jetzt war ich bereit, noch mehr seltene Gegenstände und damit vielleicht auch einen Hinweis zum dunklen Magier zu finden. Ich fand ein Loch im Boden und kletterte sofort an den Ranken herunter. Denn je tiefer es in die Diebeshülle ging, desto seltener würden die Gegenstände werden, die hier unten nur so auf mich warteten. Zu meinem Glück begegnete ich keiner gefährlichen Kreatur, aber dennoch musste ich natürlich ständig aufmerksam sein, denn es könnte jederzeit passieren, dass ein Monster aus einer dunklen Ecke auf mich zugesprungen kam. Mein Schwert war also ständig in meiner Reichweite und ich wartete auf ein Monster, das dumm genug wäre, mich anzugreifen. Ich wurde auch fündig. Die Truhe, die ich als nächstes aufmachte, beinhaltete Schätze von unvorstellbarem Wert. Hier fand ich noch eine Teleportationsschriftrolle, eine dunkle Brustplatte der königlichen Illager-Wache und einen magischen Sack, der sich immer wieder selbst mit Essen füllte. Damit hat sich also auch mein Hungerproblem erledigt. Ein Untoter hatte sich herangeschlichen und wollte mich besiegen, aber mein Schwert war zu stark für diesen Untoten. Er ließ einen Helm fallen, den er bei sich trug. Es war tatsächlich ein Helm der Feuerläufer. Wie kann ein untoter Feuerläufer hier in der Diebeshülle sein? Oder war dieser Zombie vielleicht sogar ein Dieb? Vielleicht war es sogar der Dieb, der den Feuerläufern den Helm gestohlen hat und dem dann ein schrecklicher Fluch auferlegt wurde. Man darf sich wirklich nicht mit diesen Feuerläufern anlegen, denn ihre Magie ist stärker als alles mir Bekannte. Nur die Magie des dunklen Magiers schien noch mächtiger. Hatte dieser vielleicht die Feuerläufer aus Lucania vertrieben und gab es sogar einen Krieg? Vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mir dazu Informationen liefern kann. Zurück im Lukmor-Lager habe ich alle gefundenen Sachen aus der Diebeshülle verstaut und wollte mich auch gleich daran machen, die Mauer weiter auszubauen. Ich hatte tatsächlich auch einen Keks bei mir und wollte diesen benutzen, um den Vogel gut zu stimmen, der damals von diesen merkwürdigen Eingeborenen eingegriffen wurde. Aber der Vogel hat sich nicht für diese Art Nahrung interessiert. Vielleicht würde er bei einer anderen Nahrung besser reagieren. Ich wollte ihn aber auch nicht verärgern, denn dieser Vogel sah ziemlich stark aus. Da es Nacht wurde, war es Zeit, schlafen zu gehen. Da ich jetzt den Helm der Feuerläufer gefunden habe, war mir klar, um ein besseres Wissen über diese Feuerläufer und deren Ausrüstung zu erhalten, muss ich wieder in das Sanktum unter der Erde. Zu meinem Glück war der Weg nicht weit und ich konnte einen Waypoint benutzen, um die Hälfte des Weges abzukürzen. Im Sanktum angelangt, wurde ich auch direkt von einem kleinen Feuergeist begrüßt. Obwohl, begrüßt kann man das wohl doch nicht nennen, sondern eher beschossen. Zu meinem Glück war dieser Feuergeist noch nicht ausgewachsen und ich hatte dadurch ein sehr leichtes Spiel. Meine neue Armbrust hatte ihren Dienst gut erfüllt. Tiefer im Sanktum fand ich eine Kreatur, die bei meiner ersten Erkundung noch nicht da gewesen war. Wer hätte das gedacht, dass ein Magier des Wärmesvolkes sich hier unten verirren würde? Oder hatte dieser Wärmes sich nicht verirrt, sondern suchte nur im Sanktum nach magischen Schriften? Die Wärmes beherrschten die Kunst der lebenden Magie und somit schoss er seine magischen Geschosse in eine Richtung. Jedoch nicht in meine Richtung, was mich zuerst sehr gewundert hat. Denn wie jedem bekannt ist, sind die Wärmes jeder anderen Kreatur feindlich gesinnt. Ich nutzte aber diese Gelegenheit aus und griff sie direkt an. Zuerst nahm ich meine Armbrust, um auf sicherer Distanz meine Pfeile zu verschießen. Dann wagte ich den Nahangriff und wurde auch sofort verzaubert. Da der Weg durch einen Lavagarm getrennt war, kam der Wärmes nicht herüber und konnte mich somit nicht mit einem Nahangriff verletzen. Das war mein Glück, denn meine Diamantenschwert hat eine sehr hohe Reichweite und ich konnte den Wärmes damit ganz einfach verletzen. Ich fand auch heraus, auf was der Wärmes davor geschossen hatte. Ein Untoter wollte mich angreifen und ließ nach seinem Tod eine Notiz fallen.
Was ist das wohl für eine Notiz? Und warum wollte der Wermes unbedingt diese Notiz haben? Vielleicht ein Hinweis zur Nutzung mit dem Verständnis der Magie der Feuerläufer? Ich hatte aber erstmal keine Zeit, diese Notiz zu lesen, denn der Wermes war immer noch am Leben und ich musste mich erstmal um ihn kümmern. Nach getaner Arbeit ging ich noch tiefer in das Sanktum. Da hier keine weiteren Monster zu waren, schienen die Feuergeister aus den Vortagen sich beruhigt zu haben. Ich lief also zur Truhe in der Mitte des Sanktums und fand etwas Unvorstellbares. Scherben der Feuerläufer. Diese Scherben dienen dazu, Rüstungen und Waffen aus unserer Welt mit der Feuerresistenz aus der Welt der Feuerläufer zusammenzubringen. Wenn ich jetzt noch lernen würde, wie ich diese Scherben mit meiner Rüstung verbinden könnte, wäre ich nahezu unbesiegbar. Jedenfalls gegenüber Feuerkreaturen. Als ich dann noch eine Truhe sah, wollte ich diese natürlich auföffnen. Aber zu meiner Überraschung wurden diese noch von einem ausgewachsenen Feuergeist beschützt. Ich hatte keine Chance und musste sofort fliehen, denn dieser Feuergeist war in der Lage, ganze Königreiche mit ihren Feuerzaubern zu entzünden. Sie blieben aber ein Glück unter der Erde. Vielleicht können sie ja auch nicht an der Oberfläche überleben. Ich versuchte so schnell wie möglich das Sanktum zu verlassen. Am Tag 20 war es wieder an der Zeit, die Oberwelt zu erforschen. Zu meinem Glück fand ich in einem magischen Wald auch ein Dorf. Zwar waren hier einige Häuser so gut wie zusammengebrochen, aber irgendwie schien es die Dorfbewohner nicht zu stören. Ich versuchte auch mit einigen zu handeln, aber wahrscheinlich hatten sie selbst kaum Ressourcen, um ihr Dorf zu reparieren. Daher nutzte ich nur den Waypoint, um mein Lager mit dem Dorf des magischen Waldes zu verbinden. Vielleicht würde es ja hier eines Tages wichtige Gegenstände zum Handeln geben. Beim weiteren Erforschen bin ich fast in einen sehr tiefen Graben gefallen. In meiner Kindheit wurde oft erzählt, dass diese Gräben durch kämpfende Riesen entstanden sind, die mit ihren Schwertern den Boden aufgeschlitzt haben sollen. Das war natürlich nur eine Legende, aber vielleicht gibt es sie ja doch, die Riesen der Himmelswelt. Was es aber auf jeden Fall gab, waren Piraten. Und es gibt sie immer noch. Am Strand sah ich die Silhouette eines Piratenschiffes. Mir war klar, dort musste ich hin. Ich erinnerte mich, dass ich mich, bevor ich am Strand aufwachte, auf einem Schiff gedient hatte, um mit dessen Hilfe den dunklen Magier ausfindig zu machen. Vielleicht waren ja noch Crewmitglieder meiner Truppe am Leben. Um sicher zu gehen, habe ich mir an der Seite des Unterdecks ein Loch an der Seite des Schiffs gehackt und bin dann von dort aus in das Schiff geklettert. Im Unterdeck gab es einen Haufen Schießpulver und vor allem einen Haufen TNT. Außerdem fand ich auch ein paar Feuersteine. Sollte die Besatzung mir feindlich gesinnt und zu stark sein, könnte ich einfach das ganze Schiff in die Luft jagen. Das ist aber eine sehr gefährliche Angelegenheit, denn ich musste auch so schnell wie möglich vom Schiff runter, da es mich sonst auch erwischen würde. Als ich nun nach oben an Deck des Schiffes gehen wollte, musste ich mit Schrecken feststellen, dass die Besatzung schon gestorben war. Oder sagen wir es besser so, sie war zwar auf den Beinen, jedoch ohne ihre menschliche Hülle. Sie verließen auch nicht ihre Posten und waren gezwungen, von dort aus zu schießen. Was ist hier passiert? Ein Werk des dunklen Magiers? Hat sich die ehemalige Besatzung des Schiffes dem Befehl des dunklen Magiers widersetzt? Wurde deshalb die Besatzung verflucht und war nun gezwungen, gegen jeden Eindringling zu kämpfen? Ich versuchte, Schutz in der Captain-Kajüte zu finden und bin dann tatsächlich auch auf den Captain gestoßen. Dieser war zwar stärker als die Besatzung, jedoch durch den Zauber des dunklen Magiers deutlich geschwächt. Nach meinem Sieg durchsuchte ich die Kajüte und fand eine Chorusfrucht. Was auch immer das war, es war nicht aus dem Königreich Lucania. Ich würde es aber bald herausfinden, zu was diese Frucht imstande ist. In einer anderen Truhe gab es die Schätze des Captains. Da ich ihn besiegt hatte, nahm ich sie mir und wollte diese in Ehren halten, denn ich war mir sicher, dass der Captain und seine Crew durch den Zauber des dunklen Magiers gezwungen waren, mich anzugreifen. Nachdem ich die gesamte Besatzung von ihrem Fluch erlöst hatte, verbeugte ich mich vor ihren Geistern. Ich war nicht hier, um sie zu bestehlen, sondern um ihnen zu helfen. Ich hoffe, sie würden meine Entschuldigung annehmen. Ich fuhr mit meinem kleinen Kahn wieder an Land und wollte schnell zurück zum Lukmor-Lager, um alle wichtigen Sachen zu verstauen. Zu meinem Glück war das Dorf im magischen Wald ganz in der Nähe und ich konnte den Waypoint nutzen, um mich schnell zurück zum Lukmor-Lager teleportieren zu können. Am Morgen von Tag 21 musste ich etwas Schockierendes feststellen. Als ich meinen Schlafplatz verlassen hatte und auf die Mauern gestiegen bin, um die Umgebung sicherzustellen, habe ich eine riesige, schwarze Kreatur kurz vor den Mauern entdeckt. Es sah aus wie ein großer Wolf und meine Sorge war, dass dieses Etwas über die Mauern springen würde. Deshalb musste ich jetzt unbedingt wachsam sein. Ich wollte testen, wie schlau diese Kreatur ist und bin deshalb auf die andere Seite der Mauer gelaufen. Es hat mich verfolgt und mir war klar, ich muss hier erstmal weg. Ich bin so schnell ich konnte zum Waypoint gerannt und habe mich dann zum Dorf im magischen Wald teleportiert. Nach langem Hin- und Herfragen wurde mir klar, dass hier noch immer keiner der Dorfbewohner mit mir handeln wollte. Nachdem ich nun einige Zeit im Dorf verbracht hatte, wollte ich wieder zurück zum Lukmor-Lager und schauen, ob denn dieses große schwarze Wolfswesen sich immer noch um die Mauern schlich. Zu meinem Glück war es nirgendwo zu sehen und auch nicht zu hören. Mir war sofort klar, dass die Mauer größer werden musste, deshalb sorgte ich so schnell wie möglich für mehr Holz, um die Stützpfeiler der Mauer noch höher zu ziehen und die Zwischenräume dann mit Steinen zu füllen. Es durften natürlich auch keine Steintreppen fehlen, denn ich wollte beim nächsten Mal besser vorbereitet sein, wenn wieder so eine dunkle Kreatur außerhalb der Mauern auf mich warten würde. Deshalb baute ich auf den Mauern auch noch einen kleinen Aussichtsplattformweg, um beim nächsten Mal aus sicherer Entfernung und mit besserem Überblick Pfeile auf die Monster niederhageln lassen zu können.
Diese Plattform musste natürlich auch noch von Stützpfeilern gestützt werden, da sie ja sonst einstürzen würde. Als ich dann den Waypoint im Lager benutzen wollte, hat mich auf einmal dieses Steinmonster angegriffen. Es war eines dieser Steinbeißer aus dem Norden, aber warum war es hier? Es ist ja bekannt, dass diese Monster sich allerlei Lebewesen zum Kräftemessen suchen, um zu schauen, wie stark sie sind. Aber dieses hier war verzaubert und wirkte fast schon so, als hätte ihn jemand gezielt auf mich gehetzt. Er tauchte plötzlich aus dem Nirgendwo aus und lief mir auch eine ganze Zeit hinterher. Seine Schläge waren so unglaublich stark, dass ich nach einem Schlag sofort ins Wanken geriet. Kurz darauf, als es dunkel wurde, wollten mich noch zwei Skelettassassine holen, aber ich konnte geschickt ausweichen und beide besiegen. Durch den überraschenden Angriff des Steinbeißers wollte ich sofort meine Diamantrüstung mit den Splittern der Feuerläufer verbessern. Dafür brauchte ich aber zuerst einen Schmiedetisch. Ich merkte aber, dass meine Schmiedekenntnisse nicht mal im Ansatz dafür ausreichten. Deshalb bin ich wieder in die Höhlen von Lucania gelaufen, um vielleicht noch mehr seltene Erze zu finden und damit die Schmiedekunst üben zu können. Ich wagte mich also immer tiefer hinunter und ich merkte auch schon, wie sehr sich die Luft veränderte. Welche Kreaturen würden wohl hier auf mich lauern? Ich erreichte eine Höhle voller schimmernder Kristalle. Sie hingen von der Decke und sprossen unten aus dem Boden. Es war wirklich zauberhaft. Hier musste man, aber so schnell wie möglich durch, denn die Kristalle fingen an, Gase auszuströmen, die Lebewesen einschläfern ließen. Diese würden dann als Dünger für diese Kristalle wirken. So habe ich es jedenfalls damals in den großen Bibliotheken von Lucania gelesen. Noch etwas weiter unten bin ich wieder auf einen riesigen Hohlraum, gefüllt mit blauen Erzen gelandet. Ich habe diese blauen Erze natürlich sofort abgebaut, denn ich wusste, daraus ließe sich noch eine Rüstung und Werkzeuge herstellen. Durch einen Zufall bin ich dann auch noch in ein Loch gestürzt und ich war zuerst überrascht, warum denn hier unten so viel Laub gewesen ist. Jedoch bei genauerem Hinschauen erkannte ich, dass es ein ehemaliges Lager eines Abenteurers gewesen sein musste. Und als ich eine der Truhen öffnete, fand ich eine Vollmetallrüstung. Dadurch würde ich zwar etwas langsamer sein, aber die Schläge der Illager und die Schläge anderer Kreaturen würden mir dadurch nicht mehr so sehr schaden. Außerdem gab es hier das Horn der Lugwood-Jäger. Dieses Horn vertreibt selbst die grausamsten Kreaturen und lässt sie mit Angst erschaudern. So zumindest die Legende. Das Problem in diesen tiefen Höhlen ist, dass man nicht die Zeit im Auge behält. Somit war ich jetzt schon einen kompletten Tag unter der Erde. Zu meinem Pech war der nächste Teil der Höhle auch komplett mit Wasser überflutet. Ich musste also all meine Luft zusammennehmen und durch diesen Graben tauchen. Meine Rüstung half mir etwas dabei, denn sie war mit einem Zauber versehen, der mir half, meine Luft länger anzuhalten. Die Höhlen waren dunkel und ich musste nach einer möglichen Luftquelle Ausschau halten, um hier unten nicht zu ertrinken. Als ich das Wasser verlassen hatte, bin ich auch direkt in ein Spinnennest gefallen. Doch zu meinem Glück gab es hier unten keine Spinnen. Woran das wohl lag? Langsam hatte ich das Gefühl, zu tief unten in den Höhlen von Lucania gewesen zu sein. Ich fand auch meinen Weg zurück nicht mehr und ich war mir sicher, wenn ich nicht bald an die Oberfläche gelangen würde, würde ich hier unten verhungern oder sogar ersticken. Ich fand eine Höhle mit Ranken, die von oben herabwuchsen. Ich konnte mich an ihnen hochziehen und somit weiter nach oben gelangen. Die Luft hatte sich hier oben auch verändert und ich merkte einen kühlen Windhauch. Da muss irgendwo eine Öffnung an der Oberfläche sein. Irgendwo musste es hier nach draußen gehen. Diese Hoffnung auf Luft ließ mich stärker denn je werden und nach ein paar Schritten konnte ich mich freigraben. Ich hatte es geschafft. Ich hatte die Höhlen von Lucania verlassen und war nun... Wo war ich nun? Ich war mitten auf einem Schlachtfeld oder besser gesagt einem ehemaligen Schlachtfeld. Die Geister der ehemaligen Soldaten griffen mich sofort an und hier gab es nirgendwo Leben. Nur diese dunklen Gestalten, die nach ihrem nächsten Opfer Ausschau hielten. Das war mir zu viel und ich bin sofort in einen Turm gegangen und habe mir von oben einen besseren Überblick verschafft. Die Monster und die Seelenjäger waren eindeutig in der Überzahl und ich musste hier dringend warten, bis die Sonne aufgehen würde. Ich baute eine kleine Brücke zum benachbarten Turm, da dieser höher war und ich von hier oben einen besseren Überblick haben würde. Oben angelangt, sah ich die ersten Strahlen der Sonne. Noch nie war ich so froh, das Rot des Sonnenaufgangs zu sehen. Das würde den Großteil der Nachtmonster vertreiben und ich konnte die Gelegenheit nutzen, um mich zu orientieren und um einen Weg nach Hause zu finden. Ich rüstete mich aus und sprang in die Tiefe. Natürlich wurde ich auch direkt von etlichen Monstern angegriffen, aber zu meinem Glück waren es nicht so viele wie in der Nacht zuvor. Ich konnte sie also schnell besiegen und mich auf dem Weg zurück ins Lugmore-Lager machen. Dort angekommen, verarbeitete ich gleich die blauen Gems in eine Gem-Rüstung. Sie sah sehr stabil aus und eventuell würde diese noch nützlich werden. Doch mit meiner aktuellen Diamantrüstung verglichen war sie etwas zu schwach. Deshalb legte ich sie wieder in meine Rüstungstruhe, wo sie nur darauf wartete, irgendwann verbessert zu werden. Mein nächstes großes Ziel war das Craften des fossilen Köders. Dafür brauchte ich Fleisch der Untoten, Knochen und Spinnenaugen. Das zu finden wird kein großes Problem werden. Doch zunächst wollte ich meinen Pfeilvorrat etwas aufstocken und ich erinnerte mich, dass in dem Illager-Turm noch eine Etage war, die ich nicht vollständig untersucht hatte. Das Trainingslager der Bogenschützen hatte bestimmt noch einige Pfeile, die mit dem Zauber des dunklen Magiers ausgestattet waren. Und tatsächlich wurde ich auch fündig. Einige Pfeile würden die Gegner mit einem positiven Zauber treffen, deshalb musste ich genau schauen, welchen Effekt welcher Pfeil haben würde.
Denn was würde es bringen, wenn ich gegen Illidja kämpfen würde und diese dann nur immer stärker und stärker werden würden? Zu meinem Glück gab es noch eine Menge Giftpfeile und dazu auch noch Pfeile, die mit einem extra Schadenzauber verzaubert wurden. Mein Ziel war das Dorf am See. Ich hätte zwar noch einen Waypoint benutzen können, jedoch wollte ich meine Erfahrungspunkte aufheben und damit in der Zukunft meine Ausrüstung noch besser verzaubern zu können. Dafür musste ich leider wieder durch die ewigen Sümpfe der Verzweiflung. Das Wasser und die Luft in diesen Sümpfen ließen selbst die stärksten Ritter an ihren Fähigkeiten zweifeln. Diese Reise dauerte einen ganzen Tag, aber am Ende des Tages erreichte ich das Dorf und konnte mir hier ein Haus zum Schlafen nehmen, da die Bewohner dank meiner Hilfe keine Angst mehr vor Villager haben mussten. Jedenfalls nicht in diesem Teil des Königreiches von Lucania. Nachdem ich die Nacht ohne große Sorge verbringen konnte, wollte ich weiter in den Süden ziehen, denn hier gab es, laut den Gesprächen der Dorfbewohner zufolge, noch einen Illager-Außenposten. Vielleicht finde ich ja dort Hinweise, die mich zum dunklen Magier führen würden. Ich machte mich also auf den Weg zum großen Sandkönigreich. Es dauerte nicht lange und am Horizont sah ich diese massive Steinfestung der Illager. Natürlich waren auch schon ein paar außerhalb der Festung und patrouillierten. Ich musste sie schnell besiegen und durfte ihnen keine Möglichkeit geben, die anderen Illager vor mir zu warnen, geschweige denn Verstärkung zu rufen. Ich schlich mich langsam an diese Festung an, immer auf der Hut, plötzlich aus dem Hinterhalt angegriffen zu werden. Ich konnte mich selber an einen Illager anschleichen und ihn besiegen. Kurz darauf wurde ich jedoch aus der Entfernung von einer anderen Patrouille angegriffen. Wie konnte ich das nur übersehen? Jetzt musste ich schnell handeln. Es war aber leider zu spät. Die Wachen der Festung wurden bereits alarmiert und ich konnte meinen Schleichangriff vergessen. Jetzt hieß es, schnell Pfeile in meine Armbrust laden und kämpfen. Dank meines Heilungstotem konnten sich die Wunden, die mir die Pfeile der Illager zugefügt haben, regenerieren und ich bin mit dem Schwert gezückt auf die Illager gestürmt. Sie mussten wohl von meinem Sturmangriff eingeschüchtert gewesen sein, denn sie konnten sich kaum bewegen und haben keine Zeit gehabt, ihre Äxte zu zücken. In dieser Festung waren jedoch nicht nur die normalen Illager, sondern auch einige Elite-Einheiten. Man konnte sie sofort an ihrer gelben Rüstung erkennen. Sie waren auch um einiges stärker und ich musste unbedingt aufpassen, nicht von ihnen eine Axt in den Rücken zu bekommen. Einige von ihnen wurden sogar verzaubert und hatten leuchtende Augen und eine viel größere Wucht, mit der sie ihre Äxte schwingen konnten. Jedoch hatte diese Stärke auch einen Nachteil. Sie wurden dadurch langsamer und berechenbarer. Einer dieser Elite-Soldaten ließ eine Herstellungsrune fallen, und zwar für eine verbotene Fackel. Was hatte es damit wohl auf sich? Es wurde Zeit, das Innere der Festung anzugreifen. Die Illager haben den Eingang mit Stahltüren verschlossen, aber zu meinem Glück hatte ich eine Spitzhacke dabei, die stark genug war, um diese Stahltüren einreißen zu können. Sofort stürmte ein weiterer Elite-Soldat auf mich zu und wollte mich aus der Festung vertreiben. Aber ich konnte ihn zu meinem Glück herauslocken und schnell besiegen. Als ich alle Illager in dieser Festung besiegt hatte, wollte ich diese noch etwas weiter erforschen und bin dann in eine Art Keller oder Lager herabgestiegen. Was ich hier fand, ließ mir kurz den Atem stillstehen. Hier unten gab es genügend Sprengstoff, um damit ganze Dörfer dem Erdboden gleichzumachen. Warum war dieser Sprengstoff hier unten, im Grenzland zu Lucania, gelagert? Hatten die Illager einen Großangriff vor und wollten eine Invasion vom Königreich Lucania durchführen? Plötzlich hatte ich eine Idee. Für diese Idee brauchte ich eine Druckplatte, die eigentlich für diese Stahltüren vorgesehen war. Ich platzierte die Druckplatte auf dem Boden vor dem Sprengstoff und entzündete mit dem Mechanismus ein Sprengstofffass. Jetzt musste ich rennen, denn sonst würde mich das ganze Sprengstoff mit der Festung in die Luft jagen. Ich rannte und konnte rechtzeitig vom Geländer der Festung springen. Der Sprengstoff hatte einen riesigen Krater dorthin gebombt, wo vorher die Festung der Illager war. Das wird den Illagern hoffentlich eine Lehre sein. Etwas weiter fand ich auch den Grund, warum in dieser Wüste eine Illager-Festung gebaut wurde. Hier ging etwas vor sich, von dem ich noch keine Ahnung hatte. Es wurde ein riesengroßes Loch aus dem Boden gehoben und die Illager suchten hier unten nach Erzen oder viel schlimmer, nach Relikten aus der alten Zeit. Sie haben mich noch nicht bemerkt und arbeiteten fleißig weiter in der Mine. Ich muss unbedingt zurückkommen, denn mit meiner aktuellen Ausrüstung war ich noch nicht in der Lage, all diese Illager zu besiegen. Ich wusste nicht, was ich dort unten verstecken würde. Ich wagte noch einige Schritte in das Sandkönigreich. Das habe ich sofort bereut, denn mich greifte sofort einer dieser Sandcrawler an. Die Sandcrawler waren riesige Sandwürmer, die durch den Sand schwammen wie Fische durch das Wasser. Auf dem Sandboden hatte ich keine Chance. Ich musste diese Sandcrawler schnell in ein Gebiet locken, in welchem er keine Möglichkeit hatte, sich zu verbuddeln. Das hat auch gut geklappt, denn neben der Wüste gab es eine Art Wüstengebirge. Der Boden war hier zu hart für die Zähne des Sandcrawlers und er war an Land wie ein Fisch ohne Wasser. Aus der Entfernung konnte ich ihn ganz einfach besiegen und mir dann die Schuppen nehmen. Aus diesen Schuppen würde ich später noch eine starke Rüstung machen können. Ich bemerkte gar nicht, wie schnell es auf einmal dunkel wurde. Ich hatte hier nirgendwo eine Möglichkeit zum Schlafen und wurde auch schon von vielen Monstern der Nacht angegriffen. Jetzt brauchte ich dringend einen Unterschlupf, denn sonst würden mich die Monster der Nacht bei lebendigem Leibe verschlingen. Ich hatte zuerst eine Hütte am Wasser untersucht und wurde dann sofort von einem Geist angegriffen, der mich anscheinend auch sofort verflucht hatte. Ich hatte das dunkle Gefühl, dass es eine höhere Macht auf mich abgesehen hatte, denn es fing auch noch an zu gewittern und es tauchten plötzlich überall Skelettsoldaten auf. Auf einem Feld fand ich einen kleinen Hügel, der bereits von jemandem bewohnt worden war. Das war mein Glück.
Mein Unglück war jedoch, dass mich der Geist immer noch verfolgt hatte. Aber der Geist war nicht das Einzige gewesen, was draußen auf mich wartete. Nachdem ich die Eingangstür verschloss, wollte ich schnell schlafen gehen, damit es wieder Tag werden würde. Ich habe die Nacht in diesem Hügel überlebt und am Morgen in die aufgehenden Sonnenstrahlen geblinzelt. Ich konnte sehen, dass in diesem Feld immer noch einige Monster unterwegs waren, die vom Sonnenlicht verschont geblieben sind. Daher drehte ich mich sofort in die andere Richtung und bin so schnell gelaufen, wie mich meine Beine tragen konnten. Durch irgendeinen Zufall bin ich wieder in diesem Dorf gelandet, das am See erbaut worden war. Komischerweise komme ich immer wieder hierher zurück. Zu meinem Glück mochten mich aber die Dorfbewohner hier und sie hießen mich natürlich wieder mal willkommen und wollten mir auch gleich wieder einen Handel anbieten. Ich wollte aber schleunigst zurück zum Lugmor-Lager und hier meine Mauer noch vergrößern, denn die Illager-Festung mit dem ganzen Sprengstoff machte mir etwas Sorgen, denn es könnte ein baldiger Angriff bevorstehen. Und für diesen Angriff möchte ich gewappnet sein. Das Einzige, was jetzt noch im Lugmor-Lager fehlte, war ein Tor. Ich baute die Seiten des Tores und überlegte mir, wie ich die Tür des Tores gestalten könnte. Da ich aber der Baukunst nicht mächtig bin, widmete ich mich lieber einer anderen Sache. So zum Beispiel der Herstellung einer verbotenen Fackel. Dafür brauchte ich diese verfluchten Münzen, etwas Holz und einen Kohleblock. Ich platzierte auch gleich diese Fackeln, war mir aber der Wirkung nicht bewusst. Würden sie Monster fernhalten oder Monster anlocken? Zum Abschluss des Tages ebnete ich das Lager noch etwas ein, denn auf ebenem Grund lässt es sich besser kämpfen. Da ich den Angriff der Illager befürchtete, wollte ich mir Hilfe aus einem anderen Königreich holen. Das angrenzende Sandkönigreich konnte ich erstmal nicht mit Tracht ziehen, denn dort wimmelte es nur so von Banditen und Sandcrawlern. Der Rest vom Königreich Lucania war vom Ozean umgeben. Also musste ich mir ein kleines Boot bauen und hinaus in die weite See fahren. Ich fühlte mich unsicher, denn hier draußen war ich komplett auf mich allein gestellt. Ich sah vom Weiten die steinernen Bäume von Valkyria, ließ sie aber erstmal links liegen und ruderte weiter. Aus der Ferne sah ich eine riesige Wasserschlange auf mich zukommen. Ein Wasserschwert des dunklen Magiers hat diese riesige Seeschlange zu mir gebracht. Das war es jetzt für mich, denn auf dem Wasser hatte ich nicht die geringste Chance gegen so einen Wasserdrachen. Die Seeschlangen waren tatsächlich von der Stärke und von der Zerstörungswut einem Drachen sehr ähnlich. Durch die Angst, auf dem Meeresboden versenkt zu werden, stiegen in mir unvorhersehbare Kräfte auf und ich ruderte schneller denn je und ich betete zu Poseidon, er solle mich doch am Leben lassen. Als der Strand vor mir auftauchte, sprang ich schnell aus dem Boot und rannte in Richtung Land und damit auch in Richtung Sicherheit. Die Seeschlange verfolgte mich weiter, konnte aber kaum etwas auf dem Land anfangen. Direkt am Strand befand sich eine Burg. Ich wusste nicht genau, ob diese Burg bewohnt war oder nicht, aber sie trug des Banners des Königreiches Lamion. Einst haben das Königreich Lucania und das Königreich Lamion in Frieden gelebt und sich gegenseitig unterstützt. War es immer noch so? Vorsichtig öffnete ich die Tore dieser Burg. Ein Pferd war noch hier, aber komischerweise nahm ich keine Soldaten, geschweige denn einen König wahr. Alles schien so leer und verlassen. War der dunkle Fluch des Magiers schon hier? Lang stand diese Burg aber noch nicht leer, denn auf dem Tisch befand sich noch ein Kuchen. Da es Nacht wurde, brauchte ich dringend ein Bett und ich fand ein Glück eins. Am Morgen von Tag 29 habe ich die Burg noch etwas weiter erkundet und außerhalb der Mauern wieder das hier gesehen. Es war dasselbe Monster, was mich damals in der verlassenen Burg am Anfang meiner Reise angegriffen hat. War dieses Monster vielleicht für diese verlassene Burg verantwortlich? Ich bin schnell heruntergelaufen, um dieses Monster zu besiegen, aber es war verschwunden. Jetzt brauchte ich noch einen Namen für die Burg. Fällt euch einer ein? Dann schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Jetzt wollte ich das Pferd sehen, denn es kann nicht schaden, ein treues Reittier an meiner Seite zu haben. Es war zuerst verängstigt, da der Besitzer nicht mehr in der Burg war, aber ich konnte es zähmen und zufälligerweise habe ich auch noch einen Sattel und eine Pferderüstung gefunden. Bald würden wir zusammen einen Angriff auf die Villager führen. Aber heute war noch nicht der Tag. Ich brauchte zuerst noch mehr Verbündete. Ich machte mich auf die lange Reise und kehrte zum Lugmor-Lager zurück und baute es noch besser aus. Ich habe dann mit diesen komischen Kisten, in welchen immer diese Monster erscheinen, herumexperimentiert. Es hat aber nur eine Feuerechse erscheinen lassen. Leider hat diese nicht für mich, sondern nur gegen mich gekämpft. Ich nutzte den Waypoint im Lugmor-Lager, um zurück zur Burg vom Königreich Lamion zu kommen und wollte die Wälder und Ländereien in diesem neuen Königreich erforschen. Auf einer weiten Prärie fand ich zwei Zentauren. Ich war mir nicht sicher, ob diese Kreaturen mir freundlich oder feindlich gesinnt waren. Deshalb habe ich mich erstmal langsam herangeschlichen und etwas Abstand gehalten. Und tatsächlich waren sie freundlich. Ich habe sie gefragt, ob sie mir gegen den Kampf des dunklen Magiers helfen würden und sie sagten, ich solle zuerst ihr Lager ausfindig machen und mit Centurio reden. Anscheinend ist das ihr Anführer. Auf meine Frage, wo denn das Lager sei, gaben sie mir keine Antwort. Merkwürdige Gestalten. In etwas weiterer Entfernung sah ich erneut Centauren, diesmal aber mit einem Kuhkopf. Hier wollte ich wieder ein Gespräch anfangen und wurde jedoch sofort ohne jegliche Vorwarnung angegriffen. Waren dies die Feinde der Zentauren von vorhin? Da sie mich ohne Vorwarnung angegriffen haben, musste ich mich natürlich verteidigen und ich konnte eines dieser Gestalten erlegen. In etwas weiterer Entfernung traf ich das nächste interessante Geschöpf. Die zunächst friedlich aussehende Riesenechse erinnerte mich an einen Drachen. Ich wusste gar nicht, dass es im Königreich Lamion solche Wesen gab. Diese Riesenechse griff mich an und ich war gezwungen, mich zu verteidigen.
Vielleicht würde es mir eines Tages gelingen, eine dieser Echsen zu zähmen. Damit würde ich im Königreich Lucania alle Illager vertreiben können, denn diese Echse war in der Lage, ihre Gegner zu verlangsamen. So hat sie es auch mit mir gemacht, aber dank der Kraft meines Schwertes habe ich sie schnell besiegen können. Am Ende der Prärie befand sich eine Ruine eines ehemaligen Dorfes. Es wurde aber bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Ich untersuchte die Ruinen und fand tatsächlich auch noch eine Truhe mit einem verzauberten Buch. Was ist ihr vorgefallen? Waren es Illager oder vielleicht sogar schlimmer Drachen? Ich bemerkte aber ein Gebäude bei den Ruinen, welches noch nicht von Illager beraubt worden war. Wurde es übersehen oder war es durch einen Tarnzauber geschützt? Ich betrat das Gebäude und stellte fest, dass es wirklich durch eine Art Zauber von allen Bösen geschützt war. Denn in diesem Gebäude war alles unversehrt und als ich eine kleine Glocke geklingelt habe, erschien wie durch Zauberei eine Gestalt. Sogleich sprach ich auch mit dieser Gestalt und diese bat mir dann 3 verschiedene Bücher an. Ich habe sie natürlich alle dankend entgegengenommen und sofort in einem der Bücher gestöbert, in dem Buch Ars Ecclesia. Ich habe mit Freuden festgestellt, dass mir dieses Buch dabei helfen würde, die Kunst der Rituale und der Magie zu meistern. Dafür brauchte ich aber noch einen Magiemeister, der mir die nötigen Materialien geben würde. Ich durchstreifte das Königreich Lamion etwas weiter und fand auch noch ein Dorf. Dieses Dorf hatte eine Besonderheit. Es war von einer Seite von etwas abgegrenzt. Irgendjemand hatte hier eine riesige Mauer gebaut. Natürlich habe ich mir einen Platz gesucht, von welchem ich über die Mauer spähen konnte und wurde direkt von einem Pfeil beschossen. Das Dorf war kurz davor, von den Illagern angegriffen zu werden. Ich wollte die Dorfbewohner warnen, aber es war zu spät. Was jetzt geschah, habe ich nur von Erzählungen gehört. So eine grausame Tat werde ich den Illagern nie verzeihen. Sie stürmten aus ihrem Lager auf das Dorf zu. Ich rannte zum Zentrum, um alle Dorfbewohner zu warnen und zu verteidigen. Und die Wachen und der Dorfgolem richteten sich auch schon zur Seite der angreifenden Illager aus. Es waren viele, so unglaublich viele. Ich habe den Golem unterstützt, indem ich Pfeile auf die Illager hageln ließ, aber die Illager machten mit dem Golem kurzen Prozess und nahm mich als nächstes Ziel in Angriff. Ich wollte kämpfen, aber sie waren in so großer Überzahl, dass ich nicht den Hauch einer Chance hatte. Zu allem Unglück begann es auch noch Nacht zu werden. In der Nacht würden die Illager Unterstützung von Kreaturen der Dunkelheit bekommen. Ich musste schnell weg hier. Meine einzige Hoffnung war der Waypoint in der Mitte des Dorfes. Dieser Ort war von den Villagern überrannt. Ich musste mich also beeilen und sofort auf diesen Punkt lossprinten. Ich wich den Pfeilen aus und rannte um mein Leben. Meine Rüstung hat mich gut beschützt und ich erreichte den Waypoint und konnte fliehen. Hoffentlich wissen die Illager nicht, wie man diesen Waypoint benutzt. Es wurde Zeit, dass ich mein Lager etwas weiter ausbauen würde, denn ich hatte bereits so viele Sachen gefunden, dass ich dringend einen Lagerraum brauchte. Der perfekte Ort dafür schien mir die Kornkammer zu sein. Ich habe also alles Korn abgebaut und in einer Kiste verstaut und dann einen Durchbruch an der Wand gewagt. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich den Lagerraum gestalten würde. Aber so würde es erstmal ausreichen, denn dadurch konnte ich all meine Rohstoffe besser lagern und sortieren. Da ich noch viel mehr Steine für die Mauern brauchte, ging ich wieder in die unterirdische Diebeshöhle und baute hier einfach ein paar Steine auf dem Boden ab. Das wird hier unten hoffentlich niemanden stören, denn diese Gänge wirkten schon für eine ganze Zeit leer und verlassen. Und wenn nun doch ein ehemaliger Bewohner kommen würde, könnte man mit diesem bestimmt verhandeln. So hoffte ich zumindest. Abgesehen vom ganzen Stein brauchte ich natürlich auch noch eine Menge Holz. Dieses konnte ich mir ganz einfach durch die angrenzenden Bäume besorgen. Ich musste aber aufpassen, nicht zu viel zu nehmen und wieder Bäume nachzupflanzen, denn sonst würden wieder die Götter des Waldes wütend auf mich werden. Ich entschied mich nun auch endlich mal, den Boden im Lager auszubessern. Von der einfachen Erde hin zum Steinboden. Das würde mir auch Schutz vor Feinden von unten geben, denn ich wollte unbedingt auf Nummer sicher gehen. Man weiß wirklich nie, wozu diese Illager imstande sind. Mit ein paar Rahmen und den dazu passenden Rohstoffen markierte ich meine Kisten, um einen besseren Überblick zu haben. Vielleicht kann ich ja eines Tages auch damit handeln und dadurch neues Wissen der Dorfbewohner erlangen. Da ich auch gleich an die Dorfbewohner dachte, bin ich gleich losgezogen, um welche zu suchen. Auf meinem Weg wartete wieder ein infizierter Untoter auf mich. Kamen diese Untoten nicht von diesen Luftschiffen? Ist die erst vor kurzem eins gewesen? Aber abgesehen von diesen Untoten wartete bereits jemand ganz anderes auf mich. Ich entdeckte einen Lama des fahrenden Händlers. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich als Kind auf den Hügeln Lucanias in meinem Dorf saß und an Sommerabenden nur darauf wartete, dass der fahrende Händler mit seinen Schätzen aus fremden Königreichen zu uns kam. Einmal gab es sogar Raketen, mit welchen wir ein wundervolles Sommernachtsfeuerwerk veranstalteten. Diese Zeiten sind aber leider vorbei, denn Frieden gibt es hier schon lange nicht mehr. Ich war bereit, die Höhle ein weiteres Mal zu erkunden und fand auch schon gleich einen alten, verlassenen, unterirdischen Tempel. Dieser Tempel war schon komplett zerfallen und ich musste aufpassen, nicht nach unten in die Lava zu stürzen. Deshalb schritt ich ganz vorsichtig voran und entfernte Steine, die auf meinem Weg lagen.
In ihren ehemaligen Gefängnissen lauerten schon die ehemaligen Wachen des unterirdischen Tempels auf mich. Es waren die Wachen des Calvarias-Clans, aber sie waren schon lange nicht mehr am Leben. Oder besser gesagt, ohne eine menschliche Hülle. Ich habe mich natürlich auch gleich mit ihnen angelegt, denn sie versperrten mir den Weg in den Tempel. Und ich wollte auf Nummer sicher gehen und sie erstmal beseitigen, bevor ich weiter in den Tempel vorstoßen würde. Ich habe dabei total vergessen, dass die verzauberten Pfeile der Calvarias eine unglaubliche Kraft haben und mich dazu auch noch irgendwie verlangsamten. Ich musste wirklich sehr aufpassen und darauf achten, nicht hier unten zu sterben. Zu meinem Glück konnte mein Schild sehr viele Pfeile abwehren und die Calvarias-Wachen waren noch in ihrem Kerker eingesperrt und konnten dadurch nicht zu mir gelangen. Das war mein großes Glück und ich konnte Zeit nutzen, um mich etwas zu erholen. Ich habe dann wieder den unterirdischen Waypoint benutzt, um zurück zum Lukemore-Lager zu gelangen. Den Morgen von Tag 33 habe ich damit verbracht, die Steinruinen rund um mein Lager abzubauen, denn diese würde ich sehr gut gebrauchen können, um meinen Lagerraum etwas weiter auszubauen und vielleicht auch noch, um die Mauern zu verstärken. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, Steine aus den Höhlen zu holen, um mein Lager weiter auszubauen und gar nicht mitbekommen, dass es auf einmal Nacht geworden war. Kaum war es Nacht, griffen mich auch schon die Kreaturen der Nacht an. Ein Geist hatte es auf mich abgesehen und meine Lebensenergie mit seinem kalten Schlag entzogen. Ich suchte das Weite und fand Schutz in meiner Hütte. Ich habe die ganze Nacht sicher in meiner Hütte verbracht, wusste aber, dass dort unten immer noch dieser Geist auf mich wartete. Ich aß ein Brot, um mich etwas zu stärken und war mir dann sicher, mit dem Schwert würde ich in der Lage sein, diesen Geist zu besiegen. Ich stieg die Treppe von meiner Hütte herunter und war kampfbereit. Vorsichtig näherte ich mich dem Geist und versuchte ihn mit dem Schwert zu treffen und es hat tatsächlich funktioniert. Durch irgendetwas hatte mein Schwert eine Segnung erhalten und ich war dadurch in der Lage, diesen Geist zu treffen. Lag es an diesen Fackeln im Lukemore-Lager? Vielleicht waren sie ja dafür gedacht. Nachdem mich wieder dieser Geist berührt hatte, musste ich mich kurz zurückziehen, denn schon wieder hatte dieses Wesen mir die Lebensenergie entzogen und ich fühlte mich auf einmal sehr schwach. Ich versuchte, den Geist aus der Entfernung zu besiegen, aber meine Pfeile flogen einfach so durch diesen Geist oder sie prallten an ihm ab. Da das nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mich dann dazu entschieden, wieder mit meinem Schwert anzugreifen und nach einem intensiven Kampf konnte ich ihn besiegen. Der Geist ließ noch eine Art Herz fallen. War dieses Wesen etwa mal ein Mensch gewesen? Vielleicht kann ich dieses Herz ja noch für Ausrüstung oder für andere Sachen verwenden. Vielleicht würde ich ja noch einen Braumeister finden, der mir zeigen würde, was ich aus diesem Herz für Tränke gegen diese Geisteskälte machen könnte. Als ich endlich diesen Geist besiegt hatte, war ich mir sicher, dass ich dringend noch bessere Verteidigung brauchte. Und deshalb stellte ich mir noch ein paar goldene Äpfel her. Denn diese goldenen Äpfel waren in der Lage, mich vor dem Tod zu bewahren und mir neue Energie zu verlernen und mich im Kampf vor Schlägen der Gegner zu schützen. Außerdem wollte ich wissen, was ich aus diesen gefrorenen Knochen machen könnte, die ich im Kampf gegen die Geister gefunden hatte und war überrascht, dass man aus diesen Knochen tatsächlich auch noch nützliche Waffen und vor allen Dingen auch Werkzeuge herstellen konnte. Zurück im Königreich Lamion bin ich noch etwas umhergezogen und fand im Wald ein paar herumirrende Dorfbewohner. Ich war zunächst verwundert, denn Dorfbewohner wagten sich nicht ohne Schutz in die Wälder, denn es könnten zu jeder Zeit Illager auftauchen und die Dorfbewohner angreifen. Selbst als ich sie nie angesprochen habe, haben sie nur wirres Zeug von irgendwelchen Enderstämmen gesprochen. Damit konnte ich nichts anfangen und ich fand auch schon das Dorf, zu welchem sie eigentlich diese Dorfbewohner gehörten. Die Dorfbewohner haben mich auch sofort darum gebeten, den Turm neben ihrem Dorf von Monstern zu befreien. Das habe ich natürlich sofort getan und kaum war ich fertig, ist es auch schon Nacht geworden. Zu meinem Glück habe ich die Dorfbewohner im Dorf schlafen lassen. Am nächsten Morgen machte ich mich auf die Reise. Ich wollte das Königreich Lamion noch etwas weiter erforschen und war mir sicher, dass ich hier irgendwo einen Magier finden würde, der mir die Kunst der Magie näher bringen würde. Allein war ich dazu nicht in der Lage, da ich weder den Mana-Fluss kontrollieren noch die Runen der alten Schriften entziffern konnte. Nach einigem Laufen habe ich dann einen Brunnen mitten im Nirgendwo gefunden und in diesem Brunnen schien etwas Merkwürdiges vorzugehen. Jemand hatte hier versucht, ein Loch so weit zu graben, bis Lava hervorkommen würde. Also eine Art Lavabrunnen. Wer braucht solche Mengen Lava? Waren die Illager bereits hier und wollten sich auf den Großangriff vorbereiten? Ich musste dringend noch mehr Verbündete finden, mit denen ich gegen die Illager kämpfen würde. Als ich dann noch ein kleines Stück gegangen bin, habe ich die gefunden, die den Brunnen gegraben hatten. Tatsächlich war dort ein kleiner Außenposten der Illager. Der Außenposten hatte zwar die Flagge von Königreich Lamion, jedoch auch die Flagge des Dunklen Drachen, einer kleinen Gruppierung der Illager. Ich kannte nicht viel über diese Gruppierung, nur dass sie in der Lage waren, Drachenfeuer zu beherrschen. Vielleicht hatten sie deshalb den Brunnen zu den Lavaschächten gegraben und die Lava genutzt, um daraus Drachenfeuertränke und Waffen zu bauen. Nichtsdestotrotz habe ich sie sofort angegriffen. Dieses Lager war überraschenderweise ziemlich leer und es gab nur einige Villager, die gegen mich gekämpft haben. Warum waren hier so wenige? Wurden die anderen bereits mobilisiert? War deshalb vielleicht auch der Lavabrunnen inaktiv und all die Lava bereits an die Oberfläche transportiert? Nachdem ich das Lager besiegt hatte, bemerkte ich, dass ich am Rande eines Dschungels war. Hier wartete auch bereits eine riesige Pflanze auf mich. Ich wusste nicht, war sie gut oder böse? Sah sie mich als Bedrohung? Als ich mich ihr näherte, verschwand sie im Boden und ich habe sie erstmal in Ruhe gelassen, denn ich wollte keinen unnötigen Kampf provozieren. Nach meiner langen Reise benutzte ich wieder einen Waypoint, um zurück zum Lukemore-Lager zu gelangen. Es war endlich an der Zeit, einen einfachen Zaubertisch zu bauen. Das Zauberbuch aus der Bibliothek half mir dabei und ich konnte nun endlich meine Gegenstände mit einem leichten Zauber versehen.
Ich erinnerte mich an die dunklen Gänge des unterirdischen Tempels und fragte mich, was denn dort unten noch für Schätze auf mich warten würden. Vielleicht hatte ich ja eine wichtige Sache übersehen und vielleicht gab es dort auch Hinweise zum dunklen Magier. Zu meinem Glück habe ich mich mit vielen goldenen Äpfeln ausgerüstet. Diese verliehen mir eine außergewöhnliche Kraft und ich merkte, wie stark ich dadurch wurde. Mit diesen goldenen Äpfeln hatte ich keine Angst mehr vor den Kreaturen der Tiefe. Weiter unten in den Höhlen fand ich einen Gang. Zuerst dachte ich, es sei der Gang des Tempels von Calvarias, aber hier unten stemmten Lavablöcke die schweren roten Ziegel. Das konnte nur eines bedeuten. Die Lavaläufer hatten hier unten ihr Lager gehabt. Denn wer sonst war in der Lage, Lava so zu formen, dass das Lava ganze Decken oder gar Erdrutsche halten konnte? Ich schaute mich überall in diesem Gebiet um, konnte aber nichts Nützliches finden, geschweige denn einen Hinweis auf den dunklen Magier. Ich musste also wieder zurück an die Oberfläche, denn jetzt hatte ich ganz andere Pläne. Am Morgen von Tag 37 wollte ich etwas Holz holen und wurde dabei von einer merkwürdigen Patrouille angegriffen. Ein Skelettreiter ritt auf einer Spinne auf mich zu. Das Skelett hatte seinen Bogen gespannt und zielte mit diesem Bogen genau auf mich. Mir war sofort klar, ich musste kämpfen. Das Skelett war aber nicht alleine. Es hatte auch noch ein paar Zombies als Unterstützung dabei. Warum griffen mich diese Wesen am helllichten Tage an und warum wissen sie, wo ich mein Lager aufgeschlagen habe? Das kann nichts Gutes bedeuten. Den Rest des Tages verzauberte ich meine Ausrüstung und baute mein Lager noch etwas weiter auf, um gegen Angriffe der Schergen des dunklen Magiers gewappnet zu sein. Es wurde Zeit, einen dieser hohen Türme zu erklimmen. Nach langer Anstrengung hatte ich es endlich geschafft und hatte von dort oben einen sehr guten Ausblick. Außerdem fand ich in einer Truhe einen Gleiter. Natürlich wollte ich diesen Gleiter sofort austesten und habe mich blindlings mit diesem Gleiter in die Tiefe gestürzt. Es war ein unglaublich freies Gefühl, so wie ein Vogel durch die Wipfel der Bäume zu gleiten. Ich fühlte mich, als könnte mich nichts aufhalten und ich schwebte immer weiter. Mit diesem Gleiter war es ein leichtes, die dunklen Wälder unter mir zu durchqueren oder besser, zu überqueren. Der einzige Nachteil an diesem Gleiter war, dass er sehr viel meiner Kräfte raubte. Ich musste also aufpassen, dass ich nicht aus Erschöpfung diesen loslassen würde. Ich brauchte also einen Platz zum Landen und fand ihn auch gleich. Bei meinem Landeanflug stellte ich fest, dass mein Zielpunkt eine alte Ruine war. In meinem Leichtmut durch den Flug bin ich gleich heruntergesprungen, ohne wirklich zu wissen, was mich denn hier unten erwarten würde. Ich hatte ein paar Fackeln dabei und habe den Hauptraum sofort ausgeleuchtet. Es roch hier unten sehr vermodern und überall an den Wänden krabbelte das Ungeziefer. Ich musste aufpassen, denn diese Art von Ruinen waren mit allerlei Fallen versehen, aber dafür auch mit allerlei Schätzen. In meiner Kindheit gab es die Legende vom Helden Pardalis, der in einer solchen Ruine gegen einen Magma-Golem gekämpft haben soll. Am Ende hat er diesen nur mit einem Wassereimer zur Strecke gebracht. Ich weiß, es sind nur Märchen, aber vielleicht ist ja doch was Wahres dran. Ich fand einen eingesperrten Dorfbewohner, der hier unten wohl schon ewig gewesen sein musste. Er brachte keine richtigen Worte heraus, nur so etwas wie Lauf und unten tot. Was auch immer er damit sagen wollte. Ich musste ihn hier herausbringen. Er war sehr abgemagert und lange würde er es hier unten nicht mehr überleben können. Weiter unten der Ruine habe ich die erste Falle ausgelöst. Es waren Steine, die mich zerquetschen sollten. Aber dank meiner Reflexe, die durch meine verzauberte Rüstung verstärkt wurden, war das überhaupt kein Problem und ich konnte das Geröll, welches mich erdrücken sollte, mit meiner Spitzhacke einfach beseitigen. Die nächste Herausforderung war ein Raum, gefüllt mit Lava. Das war wahrscheinlich ein ähnlicher Raum, in dem auch der Held Pardalis gegen diesen Magma-Golem gekämpft haben soll. Zu meinem Glück spürte ich keine dunkle Energie und ich konnte mich langsam, aber sicher vorwagen. Durch Glück habe ich es auch zur anderen Seite geschafft und schon dort wartete ein neuer, schmaler Gang auf mich. Ich ging langsam voran und konnte auch schon die Falle entdecken, die auf mich wartete. Von der Decke sollten Pfeile auf mich herabregnen, während ich unter ihnen durchging. Diese Pfeile habe ich aus den Fallen entfernt und konnte sie nun für mich selber als Munition verwenden. Weiter hinten im Gang wollte ich eine Truhe öffnen. Diese war aber leer und aktivierte einen Mechanismus, der Lava von oben herabfließen ließ. Zu meinem Glück hat mich die langsame Lava nur gestriffen und ich konnte rechtzeitig ausweichen. Das war wirklich knapp. Um ein Haar wäre ich samt meiner Ausrüstung in Asche verwandelt worden. In einem Raum am Ende des Ganges wartete eine verfluchte Kreatur auf mich. Ich konnte sie aber schnell besiegen und wunderte mich, warum denn hier keine Schätze auf mich warteten. Mir war klar, hier gab es irgendwo noch einen geheimen Gang. Diesen habe ich auch gefunden und hinter dieser Steinwand lagerten die Smaragde, die dort von hungrigen Abenteuern versteckt worden waren. Ich habe sie natürlich alle mitgenommen und auch durch Zufall eine Abkürzung zum Anfang des Lavaraums gefunden. Ich kletterte wieder nach oben und wollte auch gleich den Dorfbewohner mitnehmen. Nur war dieser nirgendwo zu finden. Ich kletterte langsam nach oben und roch frische Luft. Doch zu meinem Erschrecken musste ich feststellen, dass dort oben bereits ein Drachen auf mich wartete. Ich habe ihn von unten beschossen, doch seine Kräfte konnten einfach die Ruine zerstören und ich musste sofort fliehen. Noch nie habe ich einen Drachen von so nahem gesehen. Ich musste mir dringend eine andere Fluchtroute suchen und habe sie dann auch gefunden. Als ich mich kurz umblickte, sah ich, wie alles ringsherum in Flammen stand und der Boden sich zu Asche verwandelte.
Diese Drachen waren etwas wirklich Schreckliches. Ich rannte die ganze Nacht und fand ein Baumhaus, an welchem ich natürlich sofort hochgeklettert bin. Hier hatten die Dorfbewohner ihr Lager aufgeschlagen und ich durfte in einem der Betten die Nacht verbringen. Zu meinem Glück hat mich der Drache nicht verfolgt. Ich wollte das Baumhaus mit meinem Gleiter verlassen, wurde aber während meines Fluges von einem Vogel gefangen. Ich hatte unglaubliches Glück, dass ich meinen Gleiter dabei hatte, denn sonst hätte mich der Vogel in die Tiefe geworfen und dort wäre ich unten einfach aufgeschmettert. Mit meinem Schwert konnte ich ihn aber einfach besiegen und bin dann schnell weitergeflogen. Das war der einzige Nachteil an diesem Vogel, denn er hatte mich zum Schluss so weit nach oben geworfen und ich konnte diese Höhe nutzen, um mit meinem Gleiter eine gute Strecke zurückzulegen. Etwas weiter sah ich eine alte Ruine, die halb im Meer war, und dort neben dieser Ruine eine Seeschlange. Ihr Kopf war anscheinend durch einen Erdrutsch eingesperrt gewesen. Das war mein Glück, denn mit meiner Armbrust konnte ich diese Seeschlange einfach aus der Entfernung erledigen. Sie ließ auch einige ihrer wertvollen Schuppen fallen. Vielleicht kann ich daraus eine mächtige Rüstung bauen, die mir Schutz vor anderen Kreaturen der Tiefe bieten würde. Nachdem ich diese Seeschlange erledigt hatte, kehrte ich in mein Lugmo-Lager zurück und wollte den Kopf der Seeschlange als Trophäe an meiner Wand anbringen. Doch das hat sich nicht richtig angefühlt, denn es war ein unfairer Kampf. Ich zerstörte den Schädel der Seeschlange und war mir sicher, ich brauchte einen fairen Kampf, bevor ich eine Trophäe mit Stolz aufhängen konnte. Ich kehrte am nächsten Tag zum Strand zurück, an welchem ich die Seeschlange erledigt hatte, und wollte wissen, was in diesen Ruinen war, die ich gefunden hatte. Ich legte ein Loch am Turm frei und schaute herab. Was ich hier unten fand, überraschte mich. Einige Dorfbewohner hatten hier unten ihr Lager. Warum haben sie unten ein Lager errichtet? Und vor allem, warum wurden sie noch nicht von anderen Abenteurern entdeckt? Zuerst dachte ich, sie würden Angst vor mir haben, doch zu meinem Glück haben sich meine Taten im Königreich Lamion herumgesprochen. Nachdem ich in dieses Lager etwas Handel treiben konnte, zog ich weiter und fand dann ein anderes Lager, und zwar ein Lager der Illager. Doch dieses Illager-Lager zeigte etwas Fürchterliches. Die Illager haben sich mit den Drachen verbündet. Nachdem ich am Morgen von Tag 41 weitergezogen bin, fand ich wieder ein Lager der Pfauen. Sie waren sehr verängstigt und feierten nicht so wie üblich. Das verwunderte mich sehr und ich fragte, warum es denn so sei. Sie sagten, dass eine Jägergruppe aus der Entfernung hier das Land wilderte und sie wüssten nicht, was sie dagegen unternehmen könnten. Natürlich war mir sofort klar, was meine Aufgabe sein würde. Ich machte mich auf und untersuchte die Situation. Mich griff auch gleich ein Jäger an. Er war sehr geschickt mit dem Bogen und wusste, wie man anderen Schüssen ausweicht. Der Kampf war schwerer als erwartet und ich musste mich zurückziehen. Bei meinem Umdrehen sah ich eine große Stadt vor mir auftauchen. War es etwa Lugville? Die große erbaute Stadt der Handelsleute? Die einst so berühmte und erblühte Handelsstadt Lugville war dafür bekannt, die Händler aller Königreiche anzulocken und dadurch großen Reichtum zu erlangen. Doch irgendetwas schien hier nicht zu stimmen. Die Stadt war leer und verlassen und nicht ein einziger Händler war zu sehen. Sie schien vor irgendetwas geflohen zu sein, denn die Feuer brannten noch und die wichtigsten Güter waren immer noch hier. Ich bediente mich frecherweise an den Diamanten, die hier gelagert waren. Hoffentlich würde ich damit niemanden verärgern, aber selbst wenn, werde ich die Diamanten zurückgeben. Ich wollte wissen, ob denn die Häuser alle wirklich leer waren. Deshalb trat ich in das Gebäude, in welchem man normalerweise die meisten Bewohner der Stadt antraf, und zwar in der Taverne. Es war niemand hier, aber trotzdem waren noch alle Fässer voll mit Vorräten und die Dochte der Laternen standen immer noch in Flammen. Hier stimmte etwas ganz und gar nicht. Waren bereits Illager hier gewesen oder gar ein Drache, der auf der Suche nach Gold und Reichtümern der Händler war? Aber selbst wenn ein Drache hier gewesen wäre, dann stünden jetzt die Holzhäuser hier nicht mehr. Ich entschied mich, etwas weiter nachzuforschen und hörte Schritte auf dem Dachboden. Vielleicht würden dort oben ja immer noch einige Händler sein, die nur verängstigt waren. Es griff mich auch eine Feuerechse an, aber ich habe sie schnell besiegt. Ich wollte wissen, was denn dort oben war. Deshalb baute ich mir einen Aufstieg mit Hilfe des Holzes, welches hier reichlich vorhanden war. Das war ein sehr großer Fehler, denn dort oben war etwas, was ich hätte nicht wecken sollen. Nach einer massiven Explosion wurde ich von meiner Plattform heruntergeschleudert. Ich drehte mich kurz um und sah mit Erschrecken, was mich angegriffen hat. Ein riesengroßes, vierbeiniges, grünes Monster. Mir war klar, dass ich hier auf keinen Fall bleiben könnte. Ich musste so dringend wie möglich weg. Dieses Monster war irgendwie in der Lage, die Luft um sich herum in Flammen und danach in einer Explosion zu verwandeln. Ich blickte mich erneut um und sah, dass es mich nicht verfolgte. Ich brauchte dringend einen sicheren Raum und rannte in ein nahegelegenes Gebäude und fand auch ein sicheres Zimmer, um die Nacht dort überleben zu können. Nach einem Blick aus dem Fenster, ob es denn sicher sei, herauszugehen, entschied ich mich schnell auf den Weg zu machen, denn es war kein einziges Monster in Lugville zu sehen. Ich musste weg hier, denn jetzt war mir auch klar, warum diese so glorreiche Stadt so leer stand. Der dunkle Magier war bereits hier gewesen und hatte seine Untertanen auf diese Stadt gehetzt. Auf meiner Flucht durch die Wälder fand ich einen Illager der königlichen Wache. Warum war denn diese hier? Sie waren besser ausgerüstet als die normalen Illager und waren auch besser im Kämpfen ausgebildet. Nach einem langen und anstrengenden Kampf konnte ich die Wache besiegen. Diese Wache hat anscheinend einen Tiger transportiert.
Tiger gab es meines Wissens weder im Königreich Lucania noch im Königreich Lamion. Von wo hat die Wache diesen Tiger hergeholt? Hinter diesem Wagen sah ich eine zweite königliche Wache Ausschau nach Gegnern halten. Das war eine gute Möglichkeit für mich, um aus dem Hinterhalt angreifen zu können. Nach langem Kämpfen konnte ich auch diesen besiegen und den Helm der Wache ergattern. Vielleicht könnte ich diesen Helm ja in Zukunft nutzen, um mich zu tarnen oder in eines der königlichen Illager-Lager einschleichen zu können. Nach diesem Kämpfen machte ich mich wieder auf den Weg zum Lukmor-Lager, um dort meine Ausrüstung zu reparieren und ein paar wichtige Gegenstände zu lagern. Ich bin dann wieder weitergezogen und fand ein paar Skelette ehemaliger Dorfbewohner und habe auch gleich mitbekommen, was hier vorgefallen ist. Es war der Anfang eines Schlachtfeldes. Hier schien wieder ein gewaltiger Kampf gewesen zu sein. Die Illager hatten erneut einen Angriff gewagt und die gesamten Ländereien in Schutt und Asche verwandelt. Sogar einige Bäume sind verbrannt worden. War es etwa das Werk eines Drachen? Ich fand noch eine Kampfmaschine und wollte diese untersuchen. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass immer noch Illager in dieser Maschine waren. Und diese haben mich natürlich sofort angegriffen und ich musste zu einem der kleinen Türme fliehen. Hier fand ich auch etwas Schutz. Da es aber Nacht wurde, stand meine Entscheidung fest. Ich musste zurück zum Lukmor-Lager und zu meinem Glück hatte ich einen Waypoint dabei und konnte mich sofort zurückteleportieren. Es war wieder an der Zeit, in die Minen von Lucania herabzusteigen. Ich war auf der Suche nach wertvollen Erzen, um endlich meine Rüstung verbessern zu können und dann damit die Illager ein für alle Mal vertreiben zu können. In den Tiefen lauten auch schon einige Kreaturen auf mich und ich konnte sie sogar von etwas weiter oben mit meiner Armbrust vertreiben. Als ich dann herabgestiegen bin, um die Umgebung auszuleuchten, lief auch schon ein Enderling auf mich zu und attackierte mich mit seinem grausamen Schrei. Aber ich habe den Enderling dank meiner Ausrüstung schnell besiegen können. Etwas tiefer in den Höhlen fand ich das, wonach ich gesucht hatte. Ein Erz, welches meine Ausrüstung und auch meine Waffen um ein Vielfaches verstärken würde. Ich musste aber beim Abbauen dieses Erzes wirklich vorsichtig sein, denn es befand sich direkt über der Lava. Es handelte sich hierbei um dunkle Kristalle, mit welchen man die Schattenstahlplatten herstellen könnte. Ein schwieriges Verfahren, zu welchem nur einige ausgewählte Zwergenschmiede ausgebildet wurden. Diese dunklen Kristalle waren für mich von unglaublichem Wert und ich musste so viele wie möglich abbauen, ohne dabei selber in die Lava zu fallen. Am Tag 44 ging es zurück zum Schlachtfeld, denn jetzt war es an der Zeit, dieses noch weiter zu untersuchen. Am Morgen waren immer weniger Illager auf der Jagd als in der Nacht, somit war die Kriegsmaschine leer und ich konnte alles in Ruhe untersuchen. Ich durfte aber nicht zu leichtsinnig werden, denn es könnten jederzeit Illager aus dem Hinterhalt auftauchen und mich dann gefangen nehmen. Nachdem ich das Schlachtfeld noch etwas weiter durchstreift hatte, fand ich den Grund für diese unglaublich große Verwüstung. Dieser Kampf ging vom Zentrum des Schlachtfeldes aus, denn hier befand sich etwas schrecklich Großes. Ein Palast der Illager stand hier mitten in dieser Einöde. Das hat natürlich sofort meine Neugierde geweckt und ich wollte wissen, was sich denn dort drin befand und ich bannte meine Armbrust. Vielleicht gab es ja hier auch eine Art Illager-König, der für diese grausamen Kriegstreiben verantwortlich war. Als ich diesen Palast betrat, fiel mir auf, wie dunkel es hier war. War dieser Palast vielleicht schon verlassen? Aber kurz nachdem ich dieses Gedanken spann, griff mich ein Illager an. Aber nicht nur das. In diesem Palast waren bereits viele Kreaturen der Nacht. Warum waren sie hier? Hatte dieser Illager-König auch bereits einen Deal mit dem dunklen Magier ausgehandelt? Mir war klar, dass in den oberen Etagen noch viel grausamere Monster auf mich warten würden. Daher entschied ich mich, diesen Palast so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Ich teleportierte mich mit einem Waypoint zurück zum Lukmor-Lager und hoffte wieder, dass die Illager nicht in der Lage waren, auch einen Waypoint zu bedienen. Denn sonst würde es echt gefährlich werden. Als ich in ein Dorf gereist bin, um mit den dortigen Bewohnern Handel treiben zu können, wurde ich von den Jägern der Nacht angegriffen. Er lud seinen Donnerstab und zielte auf mich. So ein Gerät habe ich zuvor noch nie gesehen und ich suchte Schutz hinter den Heuball neben mir. Nachdem ich den nächsten Schuss abgewartet habe, stürmte ich mit meinem Schwert in der Hand auf ihn zu, denn ich wusste, der Jäger braucht einige Zeit zum Nachladen. Es war endlich an der Zeit, das große Illager-Lager im Königreich Lamion anzugreifen. Ich sattelte mein Pferd aus der Burg am Meer und ritt auf diesem Pferd in Richtung Illager-Lager. Auf dem Pferd würde ich eine größere Mobilität haben und konnte damit leichter den Illagern ausweichen. Nach einem sehr langen Ritt fand ich eine Burg am Rande der Prärie. Da der Ritt schon fast einen ganzen Tag dauerte, war mir klar, dass ich dringend einen Ort für die Nacht bräuchte und diese Burg sah verlassen aus. Vielleicht würde es ja hier auch einige Betten für mich geben. Deshalb stieg ich vom Pferd ab und untersuchte die gefährlichste Stelle der Burg, den Burgkeller. Hier war auch eine sehr merkwürdige Kreatur, welche den ganzen Keller in die Luft sprengte. Dabei verwandelten sich einige Steine der Umgebung in Silberfische. Die Silberfische selber waren auch in der Lage, weitere Steine zu infizieren. Und somit wurden es unzählig viele. Nach einem langen Kampf gegen all diese Gegner kehrte ich an die Oberfläche aus dem Keller zurück und entschied mich, nicht weiter zu kämpfen, da ich meine Ressourcen dringend im Kampf gegen das große Illager-Lager brauchen würde. Ich suchte mir also einen Platz, der erstmal sicher vor diesem Wesen war und versuchte dort etwas zu schlafen. Am Morgen machte ich mich auf den Weg und stieg wieder auf mein Pferd, um damit schneller voranzukommen. Ich ritt durch prächtige Prärien, kam durch heiße Wüsten und fand schließlich den Ort, der seit langem mein Ziel gewesen war. Das Dorf, welches von den Illagern überrannt wurde. Es war kein einziger Dorfbewohner mehr zu sehen. Die Illager haben also alle Dorfbewohner gefangen genommen. Oder viel schlimmer.
Ich nahm meine Armbrust und reitete zum ersten Illager, den ich sehen konnte. Sie waren aber natürlich auch darauf vorbereitet, dass jemand kommen würde, um die Dorfbewohner zu rächen. Oder zumindest sah es so aus, denn im Dorf waren jetzt so viele Illager, dass man hätte meinen können, sie hätten das Dorf errichtet. Ich merkte, dass die Giftwolke, die mein Schwert bei einigen Schlägen erschuf, auch mein Pferd Schaden zufügte. Ich musste es also etwas weiter weg vom Schlachtfeld an einem Baum festbinden und rannte dann ohne mein Pferd zurück zum Dorf. Meine Armbrust hat in diesem Kampf sehr gute Arbeit geleistet und ich konnte viele Illager mit meinen Pfeilen erwischen. Ich fand sogar einen Illager, der anscheinend eine Kuh zähmen wollte. Vielleicht wurden diese Kühe ja dann in irgendetwas verwandelt. Ich habe das Gerücht gehört, dass die Illager in der Lage waren, Kühe in schreckliche Monster, in Ravager zu verwandeln, die die Illager als Reittiere nutzen würden. Ich hoffte mal, dass es nur Gerüchte sind und nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Nachdem ich alle Illager besiegt hatte, schlief ich in einem der Häuser und machte mich für den Großangriff auf das Lager bereit. Mit neuer Stärke, reparierter Rüstung und genug Essen habe ich mich vom Lukemore-Lager wieder zurückteleportiert und war bereit, dieses Illager-Lager ein für alle Mal zu zerstören. Ich war mir noch nicht ganz sicher, welches Ausmaß dieses Vorhaben haben würde. Aber eines war mir klar, das Königreich, ach was sag ich da, der ganze Kontinent soll von den Schergen des dunklen Magiers befreit werden. Auf den ersten Blick war dieses Lager unglaublich groß und es gab auch einige Gebäude zum Erforschen. Zum Anfang habe ich davon abgesehen, alle Häuser in Brand zu setzen, denn vielleicht könnten ja die Dorfbewohner diese Gebäude nutzen, um selber eine Armee aufzubauen. Schließlich war ja der gesamte Bereich von einer schützenden Mauer umgeben und dadurch hätten die Dorfbewohner auch einigen Schutz vor Angriffen der neuen Illager. Die Illager haben sich anscheinend auch mit den Illagern des Südens verbündet, denn die ausgebildeten Schützen der Sand-Illager waren bereits mit in diesem Lager. Sie waren in der Lage, mit verzauberten Pfeilen zu schießen. Als ich mich noch etwas weiter vorgekämpft hatte, fand ich ein Totem der Unsterblichkeit. Ein fahrender Händler hatte mal so etwas erwähnt. Wenn man dieses Totem in den Händen hält, dann soll es einen vor dem Tod beschützen. Ich bin zwar nicht abergläubig, aber dennoch wollte ich nachschauen, ob es funktioniert. Ich konnte mich in eines der Zelte schleichen und dort sicher meine Nacht verbringen. Wenn das die Illager wüssten, dass der Feind in den eigenen Mitten eine erholsame Nacht verbringen würde. Mich wunderte es sehr, dass die Zelte in der Nacht leer blieben, aber anscheinend habe ich am Tag zuvor alle Illager dieses Zeltes besiegt. Jetzt war es an der Zeit, die Gegner von den Mauern aus zu beschießen, denn dadurch hatte ich einen noch besseren Überblick über heranstürmende Feinde und ich konnte dadurch auch tatsächlich eine merkwürdige Kreatur besiegen. Es war eine Art untoter Spinnenmensch, der außerhalb der Mauern auf das Illager-Lager gelaufen kam. Als ich diese Kreatur besiegt habe, hat sie eine magische Schaufel fallen lassen. Mit dieser Schaufel war ich in der Lage, auf magische Weise Fackeln zu platzieren. Dafür würde aber die Haltbarkeit dieser Schaufel immer weiter abnehmen. Ich war überrascht, als mich plötzlich ein Wermis angegriffen hat. Warum war ein Wermis hier in diesem Lager? Haben sich die Illager bereits mit noch mehreren Kreaturen als nur den Drachen verbündet? Der Wermis hat mich mit seinen Armen umschlungen und mir die Lebensenergie und komischerweise auch mein Wissen geraubt. Ich musste mich beeilen, denn die Wermis waren in der Lage, einen Menschen so lange das Wissen zu berauben, bis diese nicht mehr wissen, wie man atmet. Als ich ihn besiegt hatte, konnte ich glücklicherweise alles Wissen wieder zurückbekommen. Im nächsten Moment waren bereits so viele Illager um mich herum versammelt und haben mich fast besiegt. Zu meinem Glück hatte ich das Totem dabei, welches auch sofort seinen Zweck erfüllen konnte und mich vor dem Tod bewahrt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Situation beschreiben soll. Ein merkwürdiger Zauber ist das. Wenn ich den Kampf gegen den dunklen Magier gewinnen möchte, dann brauche ich noch viel mehr von diesen magischen Totems. Wo haben die Illager diese Totems her? Ich konnte auch schon wieder von einem Illager-Magier dieses Totem erlangen und fühlte mich sofort wieder sicher. Als ich vor ein paar Illagern fliehen musste, da sie irgendwie meine Sicht einschränken konnten, wurde ich von einem magischen Pfeil getroffen und bin dadurch in die Luft geflogen. Ich wusste nicht, wie weit ich aufsteigen würde. Ich flog sogar über die Mauern und hatte ein Totem fest in der Hand, denn ich wusste, es würde mich vor Fallschaden oder besser gesagt vor dem gefährlichen Fall schützen. Nach meiner Landung bin ich sofort wieder in das Illager-Lager gestürmt und habe weitergekämpft. Ich kämpfte bis zur Nacht und schon wieder hat mich das Totem vor dem Tod bewahrt. Doch ich musste feststellen, dass jede Nutzung dieses Totems meine Seele dunkler werden ließ. Das ist komisch zu beschreiben, aber ich glaube, ich sollte nicht zu oft diesen Gegenstand benutzen. Es fühlte sich so an, als würde etwas Dunkles von mir Besitz ergreifen wollen. Diesmal habe ich die Nacht nicht in einem der Illager-Zelte verbracht, sondern bin zurück in das verlassene Dorf gelaufen, um dort sicher die Nacht verbringen zu können. Weiter tiefer im Illager-Lager fand ich auch ein großes Totem aus Holz. Dieses wurde sehr stark von einigen Illagern bewacht, daher war ich mir sicher, dass in diesem Totem irgendwas Wichtiges sein musste. Ich wollte das Totem erstürmen, musste aber leider mit Schrecken feststellen, dass die Illager hier die Überhand haben würden und ich alleine keine Chance gegen diese haben würde. Daher habe ich meine Axt gezückt und habe mir einen Weg nach draußen gebahnt. Es verfolgten mich noch einige Illager, aber ich konnte diese zu meinem Glück abhängen. Am Ende des Tages habe ich mich wieder dank eines Waypoints wieder zum unterirdischen Dorfbewohnerlager teleportiert, um hier noch etwas Handel treiben zu können und mein Wissen über diese Welt noch etwas weiter zu verbessern. Dank des Handelns mit den Dorfbewohnern war ich in der Lage, genug magische Schriften zu sammeln, um daraus ein ganzes Zauberbuch zu binden. Mit diesem Zauberbuch war ich dann in der Lage, meine Waffen und meine Ausrüstung zu verzaubern, aber ich merkte schnell, dass meine Fähigkeiten noch lange nicht so weit waren, um meine Waffen stark verzaubern zu können. Nachdem ich trotzdem versucht habe, meine Ausrüstung zu verzaubern, was eigentlich
auch geklappt hat, habe ich mich wieder mit Hilfe des Waypointes zurück zum Illager-Lager teleportiert und wollte immer noch wissen, was sich in diesem stark bewachten Totemturm befinden würde. Bevor ich aber dorthin gehen würde, hatte ich vor, diesen Turm in der Mitte des Illager-Lagers zu untersuchen. Es war ein Bogenschützenturm und zu meinem Glück waren wahrscheinlich alle Bogenschützen aufgebrochen, um bei der großen Schlacht mitzukämpfen. Der dunkle Magier hatte anscheinend seine Schergen bereits zu sich gerufen. Umso besser für mich, denn jetzt konnte ich ganz einfach in diesem Turm und alle wichtigen Truhen ausräumen. Es gab hier sehr viel gutes Essen, aber leider weder gute Ausrüstung noch gute Waffen. Daher habe ich versucht, in diesem Totemturm einzudringen. An diesem Tag waren nicht viele Illager versammelt. Das war mein Glück, denn dadurch war es ein leichtes, in diesen Turm zu gelangen. In diesem Turm fand ich noch 2 Totems der Unsterblichkeit. Das hatte sich wirklich gelohnt, denn damit würde ich unbesiegbar sein. Jedenfalls 2-mal und danach müsste ich das Weite suchen. Außerdem waren an der Wand ganze 8 Blöcke bestehend aus Smaragden. Diese Smaragde haben sie bestimmt von den Dorfbewohnern gestohlen. Aber jetzt war ich es, der die Illager bestahl, um sie dann den Dorfbewohnern zurückzugeben. Oder besser gesagt, um sie zum Handeln zu benutzen. Am Morgen von Tag 51 musste ich schnell mit meinem Gleiter den Totemturm verlassen, in welchem ich zuvor die Nacht verbracht hatte. Mein Glück war, dass mich hier kein Illager in der Nacht gefunden hatte. Ich konnte sie aber außerhalb des Turms hören, wie sie mich gesucht haben. Mit meinem Gleiter konnte ich ein ganzes Stück zurücklegen und bin dann mit dem Bogen in der Hand gelandet und sah auch schon ein paar Illager. Ich wollte aber keinen unnötigen Kampf provozieren und bin deshalb schnell in Richtung Ausgang gerannt und habe auch schon gleich Gebrauch von dem dortigen Waypoint gemacht. Mein Ziel war das Untergrundhandelslager der Dorfbewohner. Ich platzierte hier endlich einen Waypoint und habe mich dafür entschieden, das Dorf Underville zu nennen. Das Gute an diesem Dorf ist, dass viele der Dorfbewohner bereits ein sehr großes Vertrauen zu mir haben. Daher kann ich auch allerlei Gegenstände hier unten handeln. Der zweite Vorteil ist, dass dieses Dorf sicher vor den Angriffen der Illagern ist. Jedenfalls zur Zeit noch. Ich fand auch gleich noch einen Pfeilmacher, der mir zu einem sehr guten Preis Pfeile verkaufte. Ich brauchte mir also um meinen Pfeilvorrat keine Sorgen mehr zu machen. Da ich nun einen großen Pfeilvorrat erkaufen konnte, machte ich mich wieder auf den Weg in Richtung Illager-Palast. Mir war klar, dass sich hier eine Unmenge an Illager und vor allem auch Kreaturen, die sich mit dunklen Magier unterworfen haben, befinden würden. Ich war zum Kampf gerüstet und stürmte voran. Es gab eine unzählige Menge an Kreaturen, die hier bereits auf mich gewartet haben. Ich bemerkte gar nicht, wie schnell die Zeit verging. Mein Kampf hier dauerte mehrere Tage und ich wollte keine Ruhe geben, bis nicht noch der letzte Illager aus der Festung vertrieben wurde. Zu meinem Schreck sah ich auch einen Schattendieb durch die Gänge schweben. Da ich jetzt wusste, dass hier ein Schattendieb sein würde, war mir klar, ich muss dringend aufpassen. Denn diese Kreaturen sind zwar nicht aggressiv, jedoch wenn man in ihre Augen schaut, kann es sein, dass sie die Seele eines Lebewesens gefangen nehmen und diese Lebewesen dann angreifen und einverleiben. Ich musste mich also beim Looten des Illager-Palastes beeilen, denn lange würde ich es hier mit solchen Kreaturen nicht aushalten. Jedenfalls nicht mit meiner aktuellen Ausrüstung. In diesem Palast habe ich auch ein Artefakt gefunden, mit welchem ich ein Eisengolem heraufbeschwören kann. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass diese Illager dieses Artefakt der Dorfbewohner gestohlen haben. Die Dorfbewohner sind ja dafür bekannt, solche Artefakte zu besitzen, denn in jedem Dorf gibt es mindestens einen Eisengolem, der die Dorfbewohner beschützt. Ich bin wirklich froh, dieses Artefakt gefunden zu haben, denn jetzt kann ich mir selber einen Golem heraufbeschwören, der für mich bis zum Ende kämpfen wird. Jetzt war es an der Zeit, einen Weg in die zweite Etage des Illager-Palastes zu finden. Dafür konnte ich die Kriegsmaschine nutzen, die hier in diesem Palast repariert wurde. Dadurch konnte ich einfach nach oben klettern, denn der Weg nach oben wurde komischerweise durch irgendetwas zerstört. In der zweiten Etage wartete bereits ein Oger auf mich, der vorhatte, mich mit seinen Armen zu zerschmettern. Doch zu meinem Glück war der Eisengolem die ganze Zeit an meiner Seite und beschützte mich. Das hat mir wirklich sehr geholfen, denn während der Eisengolem gekämpft hat, konnte ich mit meinem Giftschwert auch ein paar heftige Hiebe verteilen. Nachdem wir den Oger besiegt haben, bin ich in den Nebenraum gelaufen und habe eine Illager-Wache gefunden. Diese Wache hatte einen merkwürdigen Schild dabei. Das Wappen, welches ich erkennen konnte, war das Wappen des Königreiches Subak. Warum hat ein Illager ein Schild mit dem Wappen des Königreiches Subak? Hatten die Illager bereits dieses Königreich erobert? Ich musste es dringend herausfinden. Meines Wissens nach befand sich das Königreich Subak weit im Osten, hinter den Dürrewüsten. Dort musste ich also als nächstes hin. Tiefer im Illager-Palast fand ich eine Kreatur, der ich schon mal begegnet bin. Oder besser gesagt, einer Kreatur derselben Art. Es war wieder dieses große Monster mit diesem einem Auge und diesen großen blauen Kristallen. Ich beschwor meinen Eisengolem und er machte kurzen Prozess mit dieser Kreatur, indem er sie weit nach oben schleuderte. Mit meinem Golem fühlte ich mich unbesiegbar. Daher nahm ich mir vor, noch weiter nach oben zu gehen. In der dritten Etage wartet auch wieder ein Illager und die Kreatur in der Nacht auf mich. Ein Fledermausmensch hat mir mit einem gezielten Schlag fast meine gesamte Lebensenergie entzogen und ich musste mich etwas zurückziehen. Da mein Eisengolem mit dem Feind vor mir beschäftigt war, habe ich gar nicht mitbekommen, was hinter mir war. Ein Illager versuchte mich mit seiner Axt zu besiegen, aber zu meinem Glück hatte ich ein Totem der Unsterblichkeit bei mir. Ich nahm die Beine in die Hand und versuchte so schnell wie möglich den Palast zu verlassen. Ich wusste, bevor ich wieder in den Illager-Palast gehen würde, bräuchte ich noch mehr Totems der Unsterblichkeit. Meine Hoffnung war, dass es im großen Illager-Lager noch ein paar Magier gab, die diese Totem bei sich trugen. Mein Eisengolem hat mir dabei geholfen, viele Illager zu besiegen. Die starken Arme des Golems waren in der Lage, die Illager weit in die Luft zu schleudern. Ich konnte auch ein paar Trommler finden, die im Kampfgeschehen den Illager
Schattenkrieger mit ihren Trommeln Kampfesmut verschafften. Nach diesem Kämpfen musste ich aber schnell das Illager-Lager verlassen, denn es kam etwas auf mich zu, was ich bis jetzt nur in Gerüchten gehört habe. Ein Ravenger. Dieses riesige Ungetüm konnte ganze Schlösser mit seinen starken Hörnern einreißen. Selbst mein Eisengolem konnte gegen ein solches Ungetüm nicht gewinnen, daher war ich gezwungen, schnell zu fliehen. Bis zum Abend bin ich gen Osten gereist, um in das Königreich Zubak zu kommen. Ich war auch schon am Grenzland und fand ein Dorf, in welchem mich zwar willkommen geheißen wurde, jedoch war die Stimmung hier sehr dunkel und keiner der Dorfbewohner sagte direkt, was los sei. Ich durfte glücklicherweise die Nacht in diesem Dorf verbringen und fand auch schon am nächsten Morgen den Grund für das Unwohlsein der Dorfbewohner. Anscheinend war hier eine Art Spinnenplage gewesen, aber solche Spinnen wie hier habe ich zuvor noch nie gesehen. Darum werde ich mich später kümmern, denn ich musste untersuchen, wie die Lage im Königreich Zubak ist. Nachdem ich das Grenzland überquert hatte, erreichte ich die große Dürrewüste. Ich merkte bei jedem Schritt die gnadenlose Hitze und bei jeder Bewegung merkte ich, wie meine Kraft immer weiter schwand. Lang würde ich es hier nicht aushalten. Ich musste mich also beeilen und so schnell wie möglich diese Wüste durchqueren. Das war die einzige, aber auch die größte Schwierigkeit, um ins Königreich Zubak zu gelangen. Diese endlosen Wüstenfelder. Es war auch sehr wahrscheinlich, dass man sich hier verlaufen würde. Daher musste ich unbedingt den Weg im Auge behalten. Auf einem Hügel wurde ich von den Hunden der Wüste angegriffen. Diese Hunde waren jedoch nicht normal. Sie sind durch irgendetwas verrückt geworden und der Anführer des Rudels hatte ein drittes Auge auf der Stirn. Im Grenzland zum Königreich Zubak habe ich etwas darüber munkeln hören. Zwei Dorfbewohner saßen in der Nacht am Feuer und haben davon erzählt, dass man auf keinen Fall die Wüste betreten soll, denn hier würden die verrückten Hunde ihr Unwesen treiben. Glücklicherweise hatte ich mein Artefakt dabei und konnte dadurch meinen Eisengolem für mich kämpfen lassen. Als ich dann das Fell der Wüstenhunde aufgesammelt habe, kam mir die Idee, daraus Waffen oder vielleicht sogar Rüstungen herzustellen. Vielleicht könnte ich ja dieses Verrückte für mich nutzen und meine Waffen dadurch stärker machen. Jetzt wollte ich auf die Jagd gehen und die ganzen anderen Hunde jagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Hunde hier im Vorteil waren, denn ich kämpfte in deren Heimat. Ich wurde vom Jäger zum Gejagten und musste fliehen. Ich bin dann in Richtung Wasser gelaufen, denn ich hoffte mir, dass ich die Hunde hier abhängen könnte. Aber ich war zu langsam und sie haben mich erwischt. Das war es leider mit meiner Reise zum dunklen Magier. Die Schergen des Bösen haben gesiegt. Aber es ist nicht vorbei. In den alten Schriften stand etwas geschrieben. Ihr könnt mit einem Zauberspruch in den Kommentaren mich wiederbeleben. Der Zauberspruch lautet Nabi Kaji Mandu. Wenn wir genug Energie sammeln, dann kann die Reise weitergehen. Zusammen können wir den dunklen Magier aufhalten, doch dafür brauche ich eure Hilfe. Wenn ihr mir helfen wollt, dann schreibt den Zauberspruch in die Kommentare. Möge der Wille der Lucania mit euch sein.